Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein Video von Rabbi Singer, der Jesaja 7 auslegt. Das Video ist sehr kompliziert. Die Auslegung von ihm ist schon schwierig und es ist doppelt schwierig, jetzt die christliche und die jüdische Auslegung nebeneinander zu sehen. Ich rate jedem, der das Video hier anschauen möchte, erstmal die Videos anzuschauen über die Wiedergeburt Jerusalems. Und auch die Videos über Jesaja Vers für Vers gibt es auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch dort anschauen. Diese Kapitel sind hochkomplex und sehr schwierig und ohne die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems und einiger endzeitlicher Themen nicht zu verstehen. Ja? Also ihr müsst erst diese Videos anschauen. Es gibt auch eine Reihe Jesaja Vers für Vers, die empfehle ich da auch anzuschauen, weil wir jetzt die Auslegung vom Rabbi Singer, also die jüdische Auslegung, der christlichen Auslegung gegenüberstellen. Und das Video ist an sich schon so lange, dass das zu viel Zeit braucht, wenn man das jetzt alles im Detail erklärt, wie das mit der Wiedergeburt Jerusalems etc. zusammenhängt. Dieses Wissen setze ich voraus bei diesem Video hier. Ich denke trotzdem, dass das sehr, sehr spannend ist, das mal gegenüberzuhalten und zu gucken, wie die Auslegungen differieren und wie die unterschiedlichen Sichtweisen sind. Ja. Ich zeige das immer so, dass ich Abschnitte von dem Rabbi Singer zeige und die dann unterbreche und Kommentare dann dazu abgebe und dann wieder den Rabbi Singer einblende. Ich glaube, das wird spannend und ich wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen. Mein Leben ist dem Ziel gewidmet, Juden, die zum Christentum konvertiert sind, zurückzukehren zur Wahrheit und Schönheit des jüdischen Glaubens. Ich mache das seit über 40 Jahren. Es gibt hunderte von christlichen Missionen hier im Land Israel, die den Auftrag haben und bezahlt sind und hingegeben sind, jeden einzelnen von euch zum Kreuz zu bringen. In den Vereinigten Staaten gibt es über 1000 christliche Missionen, die ganz spezifisch auf jüdische Menschen zielen, um sie zu bekehren. Sie haben eine Nachricht für euch. Die Nachricht ist, du musst Yeshua, Jesus, als dein Messias anerkennen und wenn du an ihn glaubst, bist du gerettet und wenn nicht, bist du verdammt. Juden für Jesus haben das nicht erfunden, dass wenn du an Jesus als deinen Herrn glaubst und dass er vom Grab auferstanden ist, dass du gerettet bist, sondern das steht ausdrücklich in Römer 10, Vers 9. Es gibt keine Hoffnung für dich außerhalb des Kreuzes. Schaut in eure Bibeln. Habt ihr jemals den Propheten Jesaja oder Jeremia gelesen? Hesekiel. Die Kirche behauptet, und sie besteht darauf, dass wenn du in die Schrift guckst, in deine eigene hebräische Bibel, dann wirst du sofort erkennen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Wie hat die Kirche diese These entwickelt? Die Kirche hat die hebräische Bibel verdreht, den Text verändert, Passagen aus dem Kontext gerissen, um die hebräische Bibel so darzustellen, als ob sie von der Geburt, vom Leben und vom Tod Jesu spräche. So wie es aussieht, ist die hebräische Bibel missbraucht worden durch die Evangelien und die Briefe von Paulus, um diese Texte christologisch aussehen zu lassen. Wir werden das heute Abend untersuchen und überprüfen, wovon diese Texte tatsächlich reden. Tatsächlich ist elegant, es steht ziemlich deutlich da. Und Jesaja Kapitel 7 ist zweifelsohne eine der umstrittensten Kapitel im ganzen Tanach. Ja, da hat der Rabbi Singer recht. Jesaja 7 ist tatsächlich eines der umkämpftesten Terrains überhaupt in der Bibel, insbesondere der Vers 14, wo von der Jungfrauengeburt oder der Geburt der jungen Frau die Rede ist. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich glaube, dass hier die Rede ist von der Wiedergeburt Jerusalems. Die Tochter Zion kommt zum Glauben, die Tochter Zion gebiert, ja. Die junge Frau schwanger, ja. Das nur mal so vorweggeschickt. Schauen wir mal weiter. Der Ausdruck, dass Jesus durch ein Wunder empfangen wurde, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, taucht nur in zwei Büchern der christlichen Bibel auf. Es taucht nur im Buch von Matthäus und Lukas auf. Und das sind nicht die frühesten Bücher in der christlichen Bibel.
Obwohl das Buch von Matthäus als erstes auftaucht, wenn man das Neue Testament öffnet, wurde es doch erst sehr spät geschrieben. Wenn du die christliche Bibel in ihrer zeitlichen Abfolge lesen wolltest, müsstest du eigentlich mit den Briefen des Paulus anfangen. Davon gibt es 13. 7 von ihnen, da sind wir sicher, wurden vom gleichen Autor geschrieben. Die anderen 6 sind umstritten. Die Briefe des Paulus wurden während der 50er Jahre geschrieben. Während der 50er Jahre, während dieser Periode des ersten Jahrhunderts, hat niemand geglaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Oder Paulus hat geglaubt, das sei nicht wichtig genug, um es zu erwähnen. Es erscheint nirgendwo. Ja, da hat der Rabbi recht. Matthäus und Lukas sind die späten Evangelien. Das früheste Evangelium ist das von Markus. Es stimmt auch, dass Paulus nichts geschrieben hat von Jesaja 7, Vers 14, von der Jungfrau oder von der jungen Frau, die schwanger geworden ist, obwohl er das Thema trotzdem auch behandelt, aber nicht, indem er diesen Vers zitiert, sondern indem er immer wieder auch von der Wiedergeburt Jerusalems schreibt. Sehen wir aber später nochmal genauer. Schauen wir mal weiter. Von allen 4 Evangelien wurde Markus zuerst geschrieben. Wer auch immer das Buch von Markus geschrieben hat, wenn euch irgendjemand sagt, ich weiß, wer das Markus-Evangelium geschrieben hat, weiß er nicht, worüber er spricht. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Die Person, die es geschrieben hat, identifiziert sich nicht als Markus. Es wurde anonym geschrieben. Es ist nur eine christliche Tradition, die aus dem 2. Jahrhundert stammt, dem späten 2. Jahrhundert, in der Zeit von Irenäus. Der Bischof von Lyon, er war eigentlich aus der Türkei, aber er war Bischof dort, wo heute Frankreich liegt. Nur er hat gesagt, das sind die 4 Evangelien. Aber Markus ist der früheste, chronologisch. Und es gab keine Erwähnung von irgendetwas Ungewöhnlichem über die Art und Weise, wie Jesus empfangen wurde im Matthäus-Evangelium. Das Buch von Markus beginnt mit der Taufe und ihr werdet noch sehen, wie wichtig das ist. Ja, da hat der Rabbi recht. Die Verfasserschaft vom Markus-Evangelium ist nicht gesichert. Das wissen die Christen aber auch. Ja. Wir schauen mal weiter. Matthäus und Lukas sind ungefähr in der gleichen Zeit geschrieben worden. Um das Jahr 80-85, wahrscheinlich 15 Jahre nach dem Buch von Markus, das ungefähr in der und der Zeit geschrieben wurde, das habe ich nicht richtig verstanden. Matthäus und Lukas ungefähr 15 Jahre später geschrieben und dort haben wir plötzlich die Behauptung, dass Jesus durch ein Wunder empfangen wurde. Ich möchte, dass ihr wisst, wenn ihr in eure eigene Bibel seht, dass die wundersame Empfängnis Jesu dort steht. Obwohl die Jungfrauengeburt Jesu in Matthäus und Lukas erwähnt wird und es 89 Kapitel im Neuen Testament gibt, sprechen nur 2 in Matthäus und 2 in Lukas davon. Ja, das stimmt, wie gesagt, dass Matthäus und Lukas später geschrieben sind. Aber es ist nicht nur so, dass Matthäus nur für die Juden geschrieben ist, sondern in Matthäus und natürlich auch in Markus steht immer wieder, das bedeutet übersetzt. Ja, also ich glaube, Matthäus 1, Vers 23, insbesondere im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle aus Jesaja 7, Vers 14 steht auch, das ist übersetzt Gott mit uns, wenn er den Immanuel zitiert aus Jesaja 7, Vers 14. Der Grund dafür mag folgender gewesen sein. Im 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert vor Christus wurde in Ägypten durch 70 Rabbiner der Tanach übersetzt. Und zwar ins Griechische. Ja. Das hat der Ptolemäerkönig damals gewünscht. Der war ein Grieche, ja. Von seiner Herkunft her war ja der erste Ptolemäerkönig, war ja einer der Generäle Alexanders des Großen. Und die Griechen waren mit Jungfrauengeburten natürlich immer gerne dabei, weil Jungfrauengeburten und Geburt von Halbgöttern und so weiter war ja immer auch ein stark griechisches Thema. Und in der Septuaginta ist dieser Übersetzungsfehler in Anführungsstrichen drin, ja. Das heißt, die Septuaginta, die 2-3 Jahrhunderte vor Christi Geburt überhaupt schon übersetzt wurde von den Rabbinern, die enthält dieses Wort Parthenos, ja, das griechische Wort für Jungfrau. Das heißt also, die Rabbiner haben zu der Zeit das hebräische Wort Ha'alma, die junge Frau, übersetzt mit dem griechischen Wort Parthenos, Jungfrau. Darüber gibt es Streit, ja? Weil die Juden sagen, nein, also die Rabbiner, die haben damals nicht die ganze Bibel übersetzt, sondern die haben nur die ersten 5 Bücher Mose übersetzt und die Jesaja-Übersetzung, die ist später von den Christen dann gemacht worden.
Inwieweit das haltbar ist, lassen wir mal noch dahingestellt. Ich glaube, es klingt auch sehr unwahrscheinlich, dass über ein Vierteljahrtausend die Juden, die in Ägypten gewohnt haben und im griechischen Denken sehr offen gewesen sind, auch in Israel zum Beispiel auch. Ja, ihr könnt es auch sehen an der Bezeichnung Synagoge. Ja, Synagoge sind ja die Gebetshäuser der Juden, aber Synagoge ist nicht hebräisch, sondern Synagoge kommt von Synagogeia, wenn ich das richtig weiß, ja, zusammenkommen, das ist griechisch. Das heißt, die Juden bezeichnen ihre Gotteshäuser mit einem griechischen Namen statt mit dem hebräischen Namen. Ja, warum ist das so? Weil die Juden in dieser Zeit sehr stark griechisch geprägt gewesen sind durch Alexander den Großen, durch die Seleukiden, durch die Ptolemäer. Und da hat sich dieses Griechische dann gehalten in dieser Bezeichnung Synagoge. Aber das die Juden über 250 Jahre hinweg nur den Tanach übersetzt hätten oder nur die ersten fünf Bücher Mose und nicht das komplette Alte Testament, das klingt sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es Streit drüber. Dieser Übersetzungsfehler in Anführungsstrichen ist drin. Wenn es so sein sollte, dass die Rabbiner im 2., 3. Jahrhundert vor Christus die Septuaginta übersetzt haben und vollständig übersetzt haben, dann wäre dieser Übersetzungsfehler nicht den Christen anzulasten, sondern den Juden. Und dann hätten die eigentlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Matthäus von einer Jungfrauengeburt schreiben konnte und Jesaja so auch zitiert hat. Diese Übersetzung, die Septuaginta, die ist eigentlich die Lutherbibel der damaligen Zeit gewesen. Und die hat sich im ganzen Mittelmeerraum verbreitet, weil die Juden natürlich auch mehr Griechisch gesprochen haben als Hebräisch. Und dadurch hat diese Septuaginta eine sehr, sehr große Verbreitung bekommen. Und wenn Matthäus relativ spät geschrieben hat, das sagte der Rabbi Singer, dann war das so, dass das Evangelium sich damals schon relativ weit ausgebreitet hat, und zwar sowohl in der jüdischen Welt als auch in der nichtjüdischen Welt. Und alle haben die Septuaginta gelesen. Und dort stand Jungfrau, dieser Übersetzungsfehler. Und deswegen zitiert Matthäus das auch so. Der Punkt ist natürlich der, dieser Übersetzungsfehler in Anführungsstrichen, oder vielleicht haben die Rabbiner auch dem Ptolemäerkönig zuliebe das griechische Wort Parthenos dort eingesetzt, der führt dazu, dass die Jungfrauengeburt gepredigt werden konnte, und zwar über viele, viele Jahrhunderte. Das finde ich schon erstaunlich. Jetzt bei näherer Betrachtung, wie das jetzt auch zurzeit durch die Rabbiner passiert, sieht man, da steht Ha-Alma. Die Lösung für dieses Dilemma liegt auch in der Wiedergeburt Jerusalems. Die, die meine Videos kennen, wissen, wie das aufzuschlüsseln ist. Wie gesagt, ich empfehle das sehr, das anzuschauen. Soweit mal hierzu in aller Kürze. Wir schauen weiter. Wer immer Matthäus geschrieben hat, noch einmal, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, aber wer immer das Buch verfasst hat, hatte die Absicht, dass ein jüdisches Publikum es lesen würde. Er versuchte, jüdische Leute zu überzeugen. Und deshalb, wobei wir von der Jungfrauengeburt in beiden, nämlich Matthäus und Lukas, hören, erzählt Lukas die Geschichte nur, aber Matthäus geht einen Schritt weiter. Matthäus sagt, das ist kein beliebiges Ereignis, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wurde, oh nein. Schau in deine eigene Bibel, es ist vorhergesagt in deinen Schriften. Josef wird von Maria gesagt, dass sie schwanger ist, obwohl sie nicht verheiratet waren. Sie waren nur das, was wir Arusaf nennen. Das bedeutet, sie waren verlobt. Und dann plötzlich hat sie gemerkt, dass sie schwanger ist. Josef wollte sich von ihr trennen, weil er eins mit Sicherheit wusste, dass er nämlich absolut damit nichts zu tun hatte. Und während er darüber nachdachte, sie zu verlassen, kommt ein Engel und sagt zu ihm: Lass Maria nicht los, denn das, was in ihrem Leib ist, ist vom Heiligen Geist. Und das ist das, was der Prophet gesagt hat. Siehe, und das ist der Text, an dem wir gerade sehr interessiert sind, das ist Matthäus 1, Vers 23. Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist sehr spannend. Wenn ihr eine christliche Studienbibel habt, also eine Bibel mit Querverweisen, und du suchst nach dieser Passage in den Querverweisen, findest du Jesaja 7, Vers 14, unser Kapitel heute Abend. Ja, also jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Jesaja 7, Rabbi Singer beginnt auszulegen, und ich bitte um Aufmerksamkeit. Obwohl, wenn wir zu Jesaja 7, Vers 14 gehen, ist der wichtigste Ausdruck nicht da.
Das Wort Jungfrau ist dort nicht genannt. Das Hebräische sagt einfach nur: Siehe, der Herr wird dir ein Zeichen geben. Siehe, was ist eine Alma? Siehe, die junge Frau ist schwanger. Sie ist schon schwanger. Und sie wird einen Sohn gebären. Und sie, das heißt die Frau, wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Kirche mag die Tatsache nicht, dass dort steht, sie wird seinen Namen Immanuel nennen, denn das Wort Karat ist im Feminin und es ist so, dass Maria Jesus niemals Immanuel genannt hat. Er wird nirgendwo in der christlichen Bibel, also im Neuen Testament, Immanuel genannt. Deswegen hat die Kirche das verändert in sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Also diese Übersetzungsweise ist vielleicht in der ein oder anderen King James Version drin. Es gibt aber ausreichend viele Bibeln, die anders übersetzen. Auch in deutschen Bibeln findet man das ausreichend und auch deutlich übersetzt, so wie es im Hebräischen auch ist. Das ist jetzt also nichts Besonderes. Aber jetzt beginnt er und erklärt das Wort Ha'alma und Betula. Ha'alma heißt die junge Frau und Betula heißt im Hebräischen Jungfrau. Schauen wir mal. Das kritische Wort hier ist Alma und das Wort Alma bedeutet eine junge Frau. Ha-Alma meint die junge Frau. Es gibt nur eine Möglichkeit im biblischen und modernen Hebräisch, eine Jungfrauenschaft deutlich auszudrücken und das ist das Wort Betula. Und dieses Wort erscheint nicht in Jesaja 7, Vers 14. Was die Kirche gemacht hat, ist, dass sie den Text aus den jüdischen Schriften genommen hat. Stellt euch vor, ihr habt das Wort, siehe, die junge Frau ist schwanger. Stellt euch vor, das ist in Microsoft Word angeklickt. Ihr habt jetzt weiße Buchstaben auf einem blauen Hintergrund. Und dann drückt den Delete-Knopf und diese Worte verschwinden. Und stattdessen tippst du ein, siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Wie sehr habt ihr meine Bibel verändert? Wie sehr habt ihr die hebräischen Schriften abgeändert? Und wenn ihr das gemacht habt, glaubt ihr, ich würde mich zum Christentum bekehren? Glaubt ihr, ich würde mich taufen lassen, meine Beziehung zu Gott zerstören und meinen Glauben verlassen? Also wie schon gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in der Septuaginta das schon übersetzt worden ist. Das muss man einfach auch mal sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, mehr als 50-50. Davon abgesehen ist ja die Frage, ob jetzt die Bibelstelle, wie Matthäus die zitiert, genau das auch so aussagt und die Schlussfolgerung davon zieht. Ja? Darüber habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Das, was Matthäus dort schreibt, das muss man sehr, sehr genau lesen und sehr genau im Zusammenhang auch sehen. Er verwendet natürlich das Wort Parthenos im Griechischen. Ja? Matthäus schreibt ja in Griechisch und verwendet auch das Wort Jungfrau. Aber das, was er dazu im Einzelnen sagt, das muss man mal im Detail auch anschauen. Ich bin auch der Überzeugung, dass Ha'alma die junge Frau heißt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil die junge Frau, um das vorwegzunehmen, meiner Meinung nach die Tochter Zion ist. Wenn man Jesaja 7 komplett liest und die komplette Verheißung liest, dann sieht man, dass diese Verheißung, die Jesaja dort gibt, nicht direkt an Ahas gerichtet gewesen ist. Ja, auch das ist gleich nochmal Thema. Ahas war ein gottloser König und Gott hat ihm ein Zeichen gegeben, was er gar nicht verstehen konnte und auch gar nicht verstehen sollte, weil er ein gottloser Mann war. Diese Dinge, die dort in Jesaja 7 beschrieben sind, können auch nicht zur Geburtszeit Jesu vollständig in Erfüllung gegangen sein, sondern die sind dann nur zum Teil in Erfüllung gegangen. Aber die endgültige Erfüllung kommt in der Endzeit. Dann wird es wieder ein Syrien geben, wieder ein Ephraim geben. Dann wird Jerusalem keine Jungfrau mehr sein, sondern eine junge Frau. Warum? Weil der Staat Israel jung ist, ja, wenige Jahrzehnte alt. Und weil Jerusalem schon mal geboren hat, und zwar vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Wenn Jerusalem aber in der Endzeit wiedergeboren wird, dann gebiert die Tochter Zion nochmal, dann ist sie aber keine Jungfrau mehr, sondern eine junge Frau. Ja? Und da ist der Zirkelschluss, wo wir sehen können, oder da ist der schließt sich der Kreis, ja, wo man sehen kann, dass die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems absolut wichtig ist, gerade diese umstrittene Bibelstelle in Jesaja 14 in Jesaja 7 zu verstehen, und zwar sowohl Vers 14 als auch das komplette Umfeld und die komplette Prophetie, die Jesaja uns da gibt, die hochexakt ist, ja, aber wo die christliche und auch die jüdische Auslegung bislang zu kurz greifen, ja. Wir schauen weiter.
Das Wort Alma bedeutet eine junge Frau, so ein ziemlich ungewöhnlicher Begriff im Tanach, aber er wird oft benutzt für Frauen, die keine Jungfrauen sind. Zum Beispiel Sprüche Kapitel 30, Vers 19 bis 20 sagt, so ist der Weg eines Mannes mit seiner jungen Frau. Und der Kontext ist, dass hier eine erwachsene Frau beschrieben wird und nicht eine Jungfrau. Also indem man einfach ein Wort im Text ändert, hat man plötzlich eine komplett andere Botschaft. Ja, da hat der Rabbi natürlich recht. Wenn man nur ein Wort in der Bibel verändert, bekommt man einen komplett neuen Sinn. Zum Glück haben wir das Hebräische, zum Glück kann man das dort nachvollziehen. Ich finde das super spannend, ja, dass in den ersten Jahrhunderten, als das Evangelium sich ausgebreitet hat, dieser Übersetzungsfehler dazu geführt hat, die Jungfrauengeburt Marias, die eine Jungfrauengeburt war. Matthäus schreibt da ja mehrfach von, ja, er schreibt, dass Maria keinen Mann erkannt hat, dass der Heilige Geist sie überschatten wird und so weiter. Also Matthäus wusste schon, was eine Jungfrauengeburt ist und was nicht. Aber dass dieser Übersetzungsfehler in Anführungsstrichen fast, muss man sagen, von Gott so geführt worden ist, dass diese Auslegung möglich war. Und jetzt, nach 2000 Jahren, in einer Zeit, wo Israel plötzlich wieder existiert, wo die Endzeitprophetien Jesajas plötzlich anfangen zu greifen und zu laufen, haben wir diese Diskussion, die vielleicht ein bisschen leidig ist, ja, weil man natürlich jetzt erstmal ein Problem hat damit und ein bisschen verworren ist und sagt, Moment mal, wenn der Rabbiner da recht hat mit dem Hebräischen und da steht nicht Jungfrauengeburt, gibt es denn überhaupt die Jungfrauengeburt Marias? Ja, die gibt's, ja, das hat Matthäus deutlich geschrieben, auch durch den Gesamtzusammenhang, wie er das formuliert. Aber jetzt kommen wir in eine Zeit, wo wir sehen, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann bekommt diese Jesaja-Stelle in Jesaja 7 eine ungeheure Tiefe, ja, die auch weit über das hinausgeht, was der Rabbi eigentlich uns hier mitgibt. Aber da kommen wir später nochmal zu. Und jetzt beschreibt der Rabbi auch, dass der Ahas ein gottloser Mann war, weswegen ich sage, die Prophetie, die Gott dort Ahas gegeben hat, die galt ihm nicht. Ja? Er gibt ihm praktisch eine Prophetie, die er gar nicht verstehen kann und auch nicht verstehen soll. Ja? Vielmehr sehen wir gleich, in dem Moment, als Jesaja Ahas diese Nachricht überbrachte, der König Judas war, Ahas war ein außerordentlich böser König. Man könnte sagen, dass er der böseste aller davidischen Könige war. Ihr denkt vielleicht, das war Manasse, der sein Enkel war, aber Manasse tut Buße und macht Tschuba. Ahas macht das nicht. Er wird König mit 20 Jahren. Zur Erläuterung, der Sohn Ahas war Hiskia und er war sehr gerecht. Ahas, sein Vater, der 16 Jahre regierte, von 20 bis 36, war unglaublich böse. Der Vater von Ahas hieß Jotham, der auch für 16 Jahre regierte, und Jotham war ein unglaublich gerechter König. Das sieht zunächst wie ein Problem aus in der davidischen Königslinie, denn sehr oft hat man einen sehr gerechten König, dann hat man einen Sohn, der böse war und der rückgängig machte, was sein Vater erreicht hatte. Und dann hatte er einen gerechten Sohn, und das geht immer hin und her, was dem Ruf Israels schadete. Einer der Punkte über den Begriff Alma, der sehr wichtig ist, dass der Text sagt, siehe die junge Frau. Es sieht so aus, als ob die Kirche den bestimmten Artikel dort nicht belassen konnte, sondern sie musste das auch löschen. Also in Matthäus 1, Vers 23 sagt der Text, siehe, eine Jungfrau ist schwanger. Aber der Text sagt tatsächlich, siehe, die junge Frau. Und sie haben den Text verändert, die Bedeutung herausgerissen und plötzlich hat man eine komplett neue Botschaft. Ja, da hat der Rabbi recht, ja, in einigen Bibelübersetzungen steht das auch ohne den bestimmten Artikel. Im Hebräischen heißt das Ha-Alma, die junge Frau, so als ob man mit dem Finger auf sie zeigt, die junge Frau schwanger. Ich glaube, dass das die Tochter Zion ist und dass diese Prophetie für die Stadt Jerusalem gilt und in der Endzeit kommt, wie schon gesagt, aber das wird später auch nochmal Thema sein. Und den Christen wurde kein Hebräisch beigebracht. In den Vereinigten Staaten, wo viele von euch herkommen, da gibt es so viele Tausende von Schulen für Kinder und keine bringt den Kindern Hebräisch bei. Wenn ein Christ Hebräisch lernen will, kein Problem.
wenn man zum Dallas Theological Seminary geht, wenn man zum Fuller Theological Seminary geht, oder ihr könnt nach Yale gehen oder wo auch immer, dann kannst du biblisches Hebräisch wählen, aber dann bist du schon im College und das ist zu spät. Und deswegen sind Christen ausschließlich auf Übersetzer angewiesen. Ausschließlich angewiesen auf die King James Version, die New International Version. Und manche Christen fragen sich, welche Übersetzung benutzt du denn? Benutzt du diese Übersetzung? Ich benutze die King James und ich nutze die Neue International. Ich nutze die New International Standard und ich nutze nur diese hier. Warum diskutieren sie über Übersetzungen? Geht zurück zum Original. Ja, da hat der Rabbi recht. Das ist schade, dass so wenige Christen Hebräisch können. Ich kann leider auch kein Hebräisch, ja, aber wenn man sich tiefer mit dem Text beschäftigen will, gibt es ausreichend Möglichkeiten über Software oder auch über Literatur, sich dem Text dazu nähern, ohne dass man jetzt so tiefe Hebräischkenntnisse haben muss. Darüber hinaus können christliche Theologen auch Hebräisch, ja, die lernen das ja auch. Und der normale Israeli, der kann zwar Hebräisch, aber der kennt die Texte nicht, ja. Ein Großteil der Israelis beschäftigt sich mit der Bibel überhaupt nicht, ja. Also das Argument zieht da nicht so ganz. Gleichwohl würde ich mich natürlich freuen, wenn ich Hebräisch könnte. Mir fehlt die Zeit dazu, das zu lernen. Aber hier hat er sich dann nicht ganz unrecht. Und ich glaube, es ist auch immer gut, zum Grundtext zurückzugehen. Geht zurück zum Original. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich einen Christen getroffen, ein echter Gelehrter. Wir debattierten in Houston und vor unserer Debatte hatten wir dieses Gespräch. Und ich fragte ihn, welche Fragen hast du, die du von deinen Studenten bekommst? Und er sagte, eine der Fragen, die ich am häufigsten bekomme, ist die, welche Bibelübersetzung empfiehlst du? Und ich fragte ihn, was sagst du ihnen? Und er sagte, nun, das hängt davon ab. Wenn du eine mehr wörtliche Übersetzung willst, dann nimm die New American Standard. Und wenn du eine willst, die man einfacher lesen kann, dann nimmst du eine New International Version. Und ich sagte zu ihm, warum lest ihr nicht das originale Hebräisch? Ihr seht, wie gefährlich das für die Kirche ist. Wenn Christen Zugang zum originalen Hebräisch hätten, würden sie, bevor sie eine Verpflichtung eingehen, dem Christentum zu glauben, weglaufen. Sie würden weglaufen. Ja, ob Christen da weglaufen würden, weiß ich nicht genau. Die Frage ist auch, wohin. Zur jüdischen Auslegung macht es auch keinen Sinn, weil die auch nicht besser ist. Eigentlich gibt es da nur einen Weg, ja. Man muss Gott um Offenbarung und um Gnade bitten, sein Wort zu verstehen. Dann muss man von den eindeutigen Stellen zu den weniger deutlichen Stellen gehen. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Und ich kann das eigentlich wieder nur wiederholen. Die Wiedergeburt Jerusalems ist der Schlüssel auch für diese Stelle, worüber ich mich persönlich absolut freue. Ja. Wir schauen weiter. Christen glauben im Allgemeinen, dass die Juden verrückt sind, nicht an Jesus zu glauben. Ich rede über gute Leute, die im Allgemeinen glauben, dass jüdische Leute komplett blind sind und dass eine Decke über ihren Augen hängt und sie nichts sehen können. Das ist auch wörtlich gesagt in 2. Korinther Kapitel 3. Wie kann ein Volk, das so viele Nobelpreisträger hervorgebracht hat, wie kann ein Volk mit so vielen Doktoren, die meine Kinder geheilt haben, so dumm und dickköpfig sein über den Messias? Wie könnt ihr so blind sein? Und auf der anderen Seite, jüdische Leute, die zur Bibelschule gegangen sind, die dann irgendwann fragen, Mami, warum haben die einen Weihnachtsbaum? Und warum gibt es so eine Sache wie Maria? Und warum glauben die sowas? Plötzlich fragen jüdische Kinder ihre Eltern, warum? Und dann merken wir, was Christen glauben und fragen, warum glaubst du das überhaupt? Und es ist ein sehr seltsames Verhältnis, das religiöse Juden und religiöse Christen miteinander haben. Wir mögen in vielen Dingen übereinstimmen, zum Beispiel sozial oder politisch und so weiter. Aber wenn es auf dieses Thema kommt, das ist also, wenn wir auf beiden Seiten versuchen, freundlich miteinander umzugehen, schauen wir uns gegenseitig völlig überrascht an und sagen, warum glaubst du sowas? Ja, das ist wirklich erstaunlich. Auch wenn man höflich zueinander will, fragt man sich gegenseitig, warum glaubst du das? Ja, die Christen fragen die Juden und sagen, warum glaubst du nicht, dass Christus der Messias ist, ja, Jesus der Messias ist? Und die Christen fragen, wieso kannst du dir vorstellen, dass Jesaja 7 von der Jungfrauengeburt Marias und der Geburt Jesu spricht? Und viele, viele andere Dinge, ja. Gerade bei Jesaja 7, Vers 14 liegt es daran, dass diese Bibelstelle einfach nicht gelöst ist, ja. Dass man die nicht verstehen kann, auch wenn man ganz aufrichtig da dran geht.
Und auch hier wieder ist es einfach so, dass die Wiedergeburt Jerusalems die Sachen plötzlich, also die komplette Prophetie in Jesaja 7, so plausibel erscheinen lässt, dass ich das immer wieder umwerfend finde, dass man sowas sehen kann. Ja? Und dann löst sich das auf jeden Fall für die christliche Auslegung und vielleicht auch für den einen oder anderen Juden, der aufrichtig seine Bibel liest, dass er sagt, das wäre sicher eine Variante, die möglich wäre, um Jesaja 7 zu erklären. Das Problem ist nur, dass das ja bedeutet, dass die Welthauptstadt des Judentums, nämlich Jerusalem, irgendwann christlich wird, an Jesus Christus glaubt und von dort aus die Verkündigung des Evangeliums kommen wird für 3,5 Jahre. Und das ist für Juden natürlich unglaublich. Ja. Also das können die kaum für wahr halten. Da müsste eine echte Bekehrung her. Ja. Wenn die dann aber da wäre, dann hätte man beides. Dann hätte man Jesus Christus und dann hätte man auch Verständnis für dieses Kapitel. Ja. Wir schauen weiter. Wie kannst du tatsächlich glauben, dass du tatsächlich den Körper und das Blut des Messias trinken sollst? Ob das jetzt wörtlich zu verstehen ist, wie die Katholiken das tun, wie die römisch-katholischen das tun und die Orthodoxen, oder in einer symbolischen Weise, woher habt ihr Johannes Kapitel 6? Wo kommt das überhaupt her? Ja, also man sieht schon, der Rabbi Singer, der kennt sich ziemlich gut aus im Christentum. Der weiß, dass die Katholiken im Abendmahl Leib und Blut Christi körperlich zu sich nehmen. So ist zumindest die katholische Lehre. Und dass in evangelikalen Kreisen das ein Gedächtnismahl ist. Also er kennt sich wirklich gut aus. Zu der Bibelstelle selber vielleicht mal nur so als Hinweis. Ich meine, die ist natürlich absolut shocking, wenn man die liest. Ja? Jesus sagt, ihr müsst mein Blut trinken und meinen Leib essen. Warum macht Jesus das? Das war zu einer Zeit, als Tausende von Menschen Jesus nachgefolgt sind. Und da sind auch eine Menge Mitläufer bei gewesen. Ja? Die laufen überall mit. Ja? Wenn irgendwo ein paar Leute zusammenlaufen, laufen die auch mit, die laufen auch hinterher. Aber die haben eigentlich mit dem Thema selber nichts zu tun. Und diese ganzen Mitläufer, die hat Jesus einfach mal ausgesiebt. Der hat mal gerüttelt und mal geschüttelt. Der hat mal gesagt, wer bleibt denn da übrig? Und dann hat er ganz frontal und vollkommen undiplomatisch diese Worte gewählt. Und wollte einfach mal sehen, was passiert. Und vielleicht wusste er auch, was passiert. Da haben nämlich viele gesagt, das sind harte Worte. Ja? Und viele gingen hinter sich und gingen nicht mehr mit Jesus. Und das hat Jesus gewollt. Genau das. Weil Jesus keine Mitläufer wollte. Will er heute noch nicht. Ja? Er will echte Nachfolger, aber keine Mitläufer. Und deswegen hat er die Worte so gewählt, wo sich viele bis heute dran stoßen. Auch der Rabbi. Aber der Petrus, der hat gesagt, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Ja? Nachdem wir dich gehört haben, wo sollen wir denn noch hingehen? Wo sollten wir denn noch fröhlich werden in der Welt, nachdem wir deine Worte gehört haben? Und so trennt sich da Spreu vom Weizen. Ja? Und deswegen sind die Verse so gewählt worden, so schroff gewählt worden, so kannibalistisch, ja? Um die Leute abzuschrecken, die mit dem Evangelium und mit Jesus eigentlich nichts zu tun haben. Und um auch das noch zu ergänzen, das ist eigentlich auch die Aufgabe der Pastoren, das Evangelium ganz klar und ganz geradlinig zu predigen. Und dann werden sich manche daran ärgern und die werden gehen. Und das ist gut, dass die gehen. Dann bleiben die Echten zurück. Und diese Art von Sieben, von Reinigen, von, die Gemeinde geistlich gesund und sauber zu halten, das versäumen viele Pastoren, weil sie Kompromisse machen in der Predigt. Ja. Das ist schade. Aber das ist der Grund dafür, warum diese Verse da in der Bibel sind und so schroff gewählt sind. Lohnt sich mal drüber nachzudenken. Ja. Aber wir schauen weiter bei Rabbi Singer. Warum glaubt ihr, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden musste? Und es gibt überhaupt keine Aussage dazu, dass der Messias für die Sünden der Welt sterben müsse. Warum sollte eine unschuldige Person sterben für die Sünden der Welt? Das ist krank. Ja, lieber Rabbi Singer, das ist nicht krank, sowas zu glauben. Das ist notwendig für die Rettung der Welt, dass ein Unschuldiger für die Schuldigen stirbt. Ja, wer sollte denn sonst die Sünde tragen? Denn wenn Jesus selber schuldig gewesen wäre, dann wäre er wegen seiner Sünde im Grab geblieben. Weil er aber ohne Sünde war, hat Gott ihn wieder auferweckt. Ja, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, schreibt David in dem Psalmen. Also ist Christus auferstanden und ist gestorben für die Sünden der Welt. Das ist eine wunderschöne Botschaft, ja. Den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis, uns aber eine Gotteskraft. Ja, deswegen war das nötig. Why in the world, sagt er, warum in aller Welt? Ja, das wäre natürlich toll, wenn du das verstehen würdest, warum das so ist. Denn wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann gäbe es keine Hoffnung für die Welt. Ja. Weil er aber auferstanden ist, gibt es diese Hoffnung, die da ist für alle, die glauben.
Eine Gotteskraft, ja. Wir schauen weiter. Was passiert ist, ich habe in meinen 20ern Christen getroffen, weil ich Vorträge gehalten habe und ich habe sehr nette Leute getroffen, die total klar im Kopf waren und richtig nette Leute waren und die eine tiefe Liebe für Israel haben, eine tiefe Liebe für das jüdische Volk. Und ich sehe, dass viele von ihnen sehr ernsthaft waren und ich sage, wow, ihr seid doch total normal, warum glaubt ihr sowas? Weil sie den Text auf eine Weise lesen, der seiner Originalität beraubt ist. Das Hauptproblem, um Jesaja 7, Vers 14 zu verstehen, als eine Prophetie auf den Messias, der 700 Jahre später geboren wurde, und zwar einer Jungfrau, ist absolut erstaunlich. Es geht nicht nur darum, dass das Wort Alma, eine junge Frau, falsch übersetzt wurde und das Wort Betula, Jungfrau, eine gute Handvoll Male in Jesaja auftaucht. Der Tanach hat kein Problem, das Wort Jungfrau zu verwenden. Und Jungfräulichkeit ist etwas sehr Wichtiges im Tanach, wenn er es denn dann gemeint hat. Ja, da bin ich auch der Meinung des Rabbis. Ja, Ha-Alma heißt die junge Frau, Betula heißt Jungfrau, Pathenos heißt Jungfrau. Das ist so und da steht man erstmal vor und staunt und fragt sich, wie das zusammenhängen soll in dem Text. Aber jetzt kommt er zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar sagt er, dass Jesaja 7, Vers 14 aus dem Zusammenhang gerissen sei. Das glaube ich auch, weil man die komplette Prophetie sehen muss. Ja, nicht nur die Ankündigung des Immanuel, sondern auch, dass Syrien und Ephraim, also der Norden Israels, zerstört werden wird, dass das Land entvölkert wird und so weiter. Das ist ja zur Zeit Jesu nicht geschehen. Ja? Das heißt also, man muss, und da hat der Rabbi sicher recht, man muss den Vers 14 im Zusammenhang der ganzen Prophetie und auch des ganzen Kapitels sehen. Und dann tauchen Fragen auf, die schwer zu beantworten sind. Ja? Und wenn man aber die Sichtweise hat, dass Israel auseinanderbricht, dass Jerusalem wiedergeboren wird, dass die junge Frau schwanger wird und ein Kind gebiert und dass dieser Überrest dann wiedergeboren ist und dass die dann sagen, Gott ist mit uns und dass dann auch Syrien und der Norden Israels verödet werden wird, das alles geschieht erst noch. Das ist noch nie, hat noch nie stattgefunden. Ja? Wenn man diese Perspektive aber hat, dann liegt Jesaja 7 eigentlich vor einem wie ein offenes Land und man freut sich darüber, wie exakt die Bibel ist. Ja? Aber schauen wir mal weiter. Aber dieses ganze Kapitel wurde komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Lasst uns drüber sprechen. Jesaja Kapitel 7, was passiert hier? Wir werden unterrichtet über ein geschichtliches Ereignis. Diejenigen, die mich bei meiner Reise durch das Buch Jesaja begleitet haben, wissen, dass das sehr ungewöhnlich für das Buch Jesaja ist. Üblicherweise schreibt Jesaja so nicht. Jesaja zeigt hier ein schockierendes Ereignis, das während der prophetischen Karriere Jesajas geschah und das sehr ausführlich. Ja, jetzt kommt ein interessanter Teil, finde ich, und zwar geschichtlicher Teil. Rabbi Singer macht einen kurzen Abriss über die damalige politische Situation, die ich auch mehrfach in den Videos schon skizziert habe, aber jetzt mal original aus dem Mund eines Rabbis. Es gab einen Krieg. Das Land Israel wurde in zwei Königreiche geteilt. Wir gehen zurück zum assyrischen Weltreich. Wir reisen zurück in der Zeit um 2750 Jahre. In eine Zeit, als das größte Weltreich, das die Welt je gesehen hatte, auftauchte. Das assyrische Weltreich war das erste Weltreich in der Geschichte, das eine stehende Armee hatte, und sie zerbrachen ihre Feinde. Und es war auch in dieser Zeit, als das Volk Israel in zwei Königreiche zerteilt wurde. Für diejenigen, die diese Geschichten noch nicht wissen, wir tun das in 60 Sekunden. Als der König Salomo nach 40 Jahren Regierungszeit starb, hatte er einen Sohn mit Namen Rehabeam. Sein Sohn wurde vom Volk Israel gefragt. Sie baten ihn, es gab eine Menge guter Projekte während der Regierung deines Vaters, aber die Steuern sind sehr, sehr hoch. Kannst du die Steuern senken? Rehabeam fragte um Rat von den Ältesten des jüdischen Volks und die sagten, höre auf das Volk. Und dann fragte er um Rat bei seinen jungen Freunden, die ihm sagten, wenn du ihnen den kleinen Finger gibst, wollen sie die ganze Hand.
Und Rehabiam hörte leider nicht auf die Weisen Israels, sondern er hörte auf seine jungen Freunde und er sagte das seinem Volk. Und da gab es einen großen Bürgerkrieg, denn Jerobeam, der Sohn Nebats, der später der König Israels genannt wurde, im nördlichen Teil des Landes Israel. Eigentlich alles, was nördlich von hier ist. Wir sind jetzt in Jerusalem, also eigentlich alles nördlich von Jerusalem, nördlich vom Staat Benjamin. Juda und Benjamin gehörten beide zu Jerusalem. Also der ganze Norden fiel ab und schuf einen neuen Staat, der genannt wurde das Königreich Israel. Die einzigen Stämme, die loyal blieben zum südlichen Königreich, war natürlich der Stamm Juda. Das ist der wir sind, der großartig ist. Wir haben auch einen Teil des Stammes von Benjamin. Und wir haben auch alle vom Stamme Levi. Der Stamm Levi ist komplett loyal zum südlichen Königtum. Also ihr merkt schon, uns wird im Tanach gesagt, dass damals viele, viele Juden im Norden lebten. Und auch viele von den anderen 9,5 Stämmen, die tiefen Schmerz empfanden durch diese Teilung und die Jerusalem liebten. Was soll man nicht lieben an Jerusalem? Und die kamen auch nach Süden. Es gibt viele Leute unter uns, die aus allen Stämmen sind. Wir denken oft, es gibt überhaupt gar keinen Überrest mehr von den 9,5 Stämmen, die wir die 10 Stämme nennen. Aber wir wissen, dass viele von ihnen nach Süden kamen und hier waren. Und wir wissen, dass die Könige im Norden alles unternahmen, um zu verhindern, dass die Leute in den Süden gingen. Sie bauten einen Altar in Dan, den viele von euch gesehen haben. Sie machten alles Mögliche, nutzten andere Götter, Götzendienst und alles Mögliche. Die zwei Königreiche, das Königreich von Juda und das Königreich von Israel, waren manchmal verbündet und manchmal kämpften sie gegeneinander. Was zur Zeit Ahas geschah, war schockierend. Das Königreich von Israel, also das nördliche Königreich, ging in einen Bund mit Syrien, zur Zeit, als der König von Israel hieß Pekach, der Sohn Remaljas. Er regierte eine ganze Zeit lang und tatsächlich war Ahas erst 3 Jahre alt, als er König wurde, und 17 Jahre später hat sich das dann alles entwickelt. Pekach, der Sohn Remaljas, der der König des nördlichen Reichs von Israel war, mochte das assyrische Weltreich nicht und formte eine Allianz mit Syrien. Syrien, Damaskus. Und die beiden kamen dann zusammen, um das Königreich von Juda zu zerstören, das südliche Königreich, um Ahas abzusetzen und gegen einen anderen König auszutauschen. Sie wollten kein Bündnis mit Assyrien eingehen. Ahas, auf der anderen Seite, war niemand, der an den Gott Israels glaubte. Wir wissen nichts über ihn aus Jesaja 7. Wenn ich sage nichts, dann bedeutet das, wenn du Jesaja 7 liest, verstehst du nicht mal, was für ein Mensch das ist, außer wenn du tief ins Kapitel einsteigst. Du brauchst also 2. Chroniker 28, du brauchst das Buch der Könige, Kapitel 15 und 16, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert. Diese beiden Könige kämpften gegen Ahas und er wusste nicht genau, soll ich auf Gott vertrauen? Das war ein Mann, der war so, er war ein Mann, der sogar nach Damaskus ging und dort den Altar kopierte, der zum Götzendienst diente und baute ihn auf dem Tempelplatz auf. Nördlich vom Tempelplatz. Dort einen Altar hinzustellen, der ein Götzendienstaltar war, auf den Tempelplatz, und zwar im Norden, war mind-blowing. Denn wenn du vom Altar auf dem Tempelplatz nach Norden gehst, worauf geht man dann zu? Auf das Allerheiligste. Das heißt, du platzierst einen Altar, der von Götzendienern designt wurde, auf den Tempelberg und du teilst den Vorhof vom Allerheiligsten. So böse war dieser Mann. Dieser Mann war überhaupt nicht an Gottvertrauen interessiert.
Ja, hier sagt auch nochmal, dass Ahas ein böser König gewesen ist, weshalb das Zeichen, das Gott ihm durch Jesaja gegeben hat, von ihm auch nicht verstanden werden sollte. Die Frage ist, ob wir das verstehen, das Zeichen. Die Frage ist, ob Rabbi Singer das versteht. Meiner Meinung nach versteht er es nicht. Und die Frage ist, wie das zu deuten ist, aber das ist ja Inhalt unseres Videos. Ja. Wir schauen weiter. Jesaja 7 beginnt so. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda. Da zog herauf Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remalias, der König Israels, gen Jerusalem wieder dasselbe zu streiten. Sie konnten es aber nicht gewinnen, das heißt, sie konnten nicht siegen. Da ward dem Hause David angesagt, dass du in ziemlichem Ärger bist, dass diese beiden Könige kommen und dich zerstören wollen. Diese Erzählweise am Anfang des Kapitels, die Überschrift dessen zu geben, was passiert, wie Genesis Kapitel 1 zu Kapitel 2 geht und sich dann wieder zurückbezieht auf Kapitel 1, um die Details noch einmal zu wiederholen, ist genau das, was auch hier passiert. Gott sagt zum Propheten Jesaja, dem Propheten Gottes, dass er Ahas sagen solle, der Allmächtige wird dich beschützen. Du kannst dir jedes Zeichen wünschen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Ich weiß, dass du dich sehr fürchtest, dass hier zwei Könige sind, die dich vernichten wollen, aber ich will, dass du weißt, dass alles gut wird. Wünsche dir ein Zeichen. Ahas drehte sich um zu Jesaja und sagte, ha, ich bin so fromm, ich will kein Zeichen von Gott fragen. Und eine der seltsamen Dinge im Tanach ist, dass gerechte Leute sehr oft ein Zeichen von Gott fordern. Wie kann ich das wissen, sagt Ahas. Ich kann ihn doch nicht einfach fragen. Hiskia, wie wir noch sehen werden, als ihm gesagt wird, dass seine tödliche Krankheit geheilt werden wird, da wollte Hiskia ein Zeichen von Gott, aber im Tanach steht, dass böse Menschen kein Zeichen wollen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und was passiert ist, dass Jesaja sich zu Ahas umdreht und sagt, ist es euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Lasst mich euch erklären, was jetzt passiert. Er geht also hinab, um Ahas zu treffen, und uns wird gesagt, und uns wird in Vers 3 von Jesaja 7 gesagt, dass Jesaja ihm sagt, du musst dich nicht sorgen, denn diese beiden Königreiche werden zerstört werden. Nun stellt euch vor, dass Christen behaupten, dass dieser Text sich auf eine Person bezieht, die von einer Jungfrau geboren wird, 700 Jahre später. Und das sollen wir glauben. Jesaja kommt zu Ahas und sagt, Ahas, du hast nichts zu befürchten. Und er sagt, was glaubst du denn? Hier stehen zwei starke Armeen, die Jerusalem belagern. Beruhig dich. Beruhig dich, es wird alles gut. Lass mich dir erklären, was passieren wird. In 700 Jahren da wird eine Jungfrau sein, die einen kleinen Jungen gebären wird. Sie wird ihn Emmanuel nennen, und das ist, wenn du gerettet wirst. Und Ahas muss gesagt haben, ach, Gott sei Dank, das ist fantastisch. Alles, was ich tun muss, ist 700 Jahre lang zu warten. Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich, ja, dass der Ahas ein Zeichen bekommen haben soll, das 700 Jahre später erst kam. Da lachen ja auch die Zuschauer drüber, ist extra so ein bisschen verstärkt im Video, glaube ich. Das klingt wirklich sehr befremdlich. Aber wenn man sich mal in die Situation reinversetzt von Jerusalem in der Endzeit, dann wird die Stadt belagert werden und dann wird die Tochter Zion einen Sohn gebären, ein Kind gebären, die junge Frau, ja, die wenige Jahrzehnte erst alt ist. Und dann wird ihre eigene Geburt, der Emmanuel, den sie in ihren Mauern hat, der wird ihr Zeichen sein dafür, dass der Antichrist wieder abrückt, der Jerusalem da ja belagert hat. Dann bekommt das Zeichen schon Sinn. Und auch hier wird nochmal deutlich, dass diese 700 Jahre spätere Prophezeiung für Ahas tatsächlich gar kein Zeichen sein konnte. Ja. Da hat der Rabbi sicher recht. Ob man da unbedingt lachen muss drüber, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, die Jungfrauengeburt Marias ist deutlich bezeugt.
Josef konnte auch nicht der Vater Jesu sein, ja, weil Josef aus einem Geschlecht gewesen ist, dem verheißen war, dass kein König auf dem Thron Israel sitzen würde. Also das hat auch dynastische Gründe, warum Josef nicht der Vater war und warum Matthäus sagt, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst einen Sohn gebären, ja, so sagt der Engel zu Maria. Das heißt, der Heilige Geist hat Christus gezeugt. Und da sieht man auch die Dreieinigkeit Gottes, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn Jesus war der Sohn Gottes. Und wenn der Geist Gottes Maria überschattet, dann ist Gott Vater und Gott Geist und Gott Sohn eins. Ja. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal drauf. Wir schauen weiter. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass ihr erst die ersten 13 Verse von Jesaja 7 lest, bevor ihr den 14. Vers lest. Und wenn Christen einen Text studieren, der aus dem Zusammenhang gerissen ist und der ihnen von der Kanzel her verkündigt wird, was glaubt ihr, was passiert? Die ganze Geschichte macht keinerlei Sinn. Aber ich habe noch mehr für euch. Nicht allein das. Das Zeichen ist nicht die Geburt eines Kindes. Es gibt Christen, die argumentieren, lasst mich das so sagen. Die sagen, hey, Rabbi Singer, nicht so schnell. Der Text sagt, dass Gott sagt, siehe, der Herr dein Gott wird dir ein Zeichen geben. Und du willst sagen, dass diese Empfängnis eine ganz normale, natürliche Empfängnis war? Ein Mann und eine Frau, eine Mami und ein Daddy? Wo ist dann dein Zeichen? Was ist das Zeichen? Das ist kein Zeichen. Das ist es nur dann, wenn es eine Jungfrauengeburt ist. Ah, das ist ein Wunder. Das ist ein Zeichen. Versteht ihr das Argument? Es sieht also so aus, dass ein Zeichen ein Wunder sein kann, aber ziemlich häufig ist es kein Wunder. Aber es gibt eine Eigenschaft eines Zeichens, das man überall im Tanach findet. Ein Zeichen ist immer etwas, das... Denkt nach. Ein Zeichen ist immer etwas, das man... Es ist wirklich so einfach, dass man sehen kann. Hallo? Ein Zeichen, hört mir zu. Ein Zeichen ist immer etwas, was man sehen kann. Und wenn du es nicht sehen kannst, dann ist es kein Zeichen. Es ist wirklich so einfach. Du kannst keine Jungfrauengeburt sehen. Was genau würdest du dann sehen? Haltet kurz inne, entspannt euch, lasst dein Gehirn kurz herumtanzen oder entspannen. Und holy smokes, was ist das Zeichen? Ich meine, was siehst du? Wenn die Jungfrauen, also keine Frage. Lasst uns einfach ignorieren, ob das bei einigen Tieren vielleicht möglich ist, wo man Jungfrauengeburten hat. Vielleicht hat man beobachtet, dass es dort so eine Art von Jungfrauengeburt gibt. Okay. Aber es würde nichts beweisen. Es kann kein Zeichen sein. Es wäre sicher ein Wunder, aber es wäre im Tanach nur ein ganz kleines Zeichen. Man muss nicht viel über die Biologie einer Frau wissen, um zu verstehen, dass Sarah im hohen Alter noch empfangen hat. Das ist ein viel größeres Zeichen als das einer Jungfrauengeburt. Das ist wirklich, wirklich unmöglich. Also im Gesamtzusammenhang des Tanach wäre das ein kleines Wunder. Aber es ist einfach kein Zeichen, weil man es nicht sehen kann. Es ist einfach kein Zeichen, es funktioniert nicht. Was sollte man da sehen? Wenn wir die Tora aufschlagen, was ist das erste Zeichen, das wir antreffen in der Tora? Kann mir das jemand sagen? Ein berühmtes Zeichen, das man sieht? Der Regenbogen. Der Regenbogen wird in der Genesis dazu benutzt, um zu beweisen, dass Gott keine weitere Flut bringen wird. Ist da irgendetwas Wundersames am Regenbogen? Nichts. Wasserteilchen in der Atmosphäre, Licht, weißes Licht, das von den Wasserpartikeln reflektiert wird, herumtanzt und in unsere Augen kommt, und dann seht ihr die Farben. Das ist alles. Kein Wunder, aber ganz sicher ein Zeichen. Also ein Zeichen ist immer etwas, das man sehen kann. Eine Jungfrauengeburt würde einfach nicht funktionieren. Was würdest du sehen? Was? Antwortet. Nichts. Okay, Spaß gemacht. Ja, was würde man sehen, Rabbi Singer, was würde man sehen bei einer Jungfrauengeburt, ja? Oder bei einer Geburt einer jungen Frau?
Einmal würde man sehen, dass Christus geboren wird von der Jungfrau Maria. Und einmal würde man in der Endzeit sehen, dass die Stadt Jerusalem, seine Stadt Jerusalem, die Welthauptstadt des Judentums, zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das wird man sehen, Rabbi Singer. Das wird man sehen. Ha'alma, die junge Frau, schwanger. Und sie wird gebären und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Gott ist mit uns, weil dieser wiedergeborene Überrest, der wird wissen, dass Gott in Christus bei ihnen ist. Und dann wird aus Jerusalem das Evangelium Jesu Christi, was der Rabbi hier ablehnt und wo er sich, ich will nicht sagen, drüber lustig macht, aber was er versucht halt abzuargumentieren, dann wird das in Erfüllung kommen. Dann wird Jesaja 7, Vers 14 und folgende Verse komplett in Erfüllung gehen, inklusive der Verwüstung und der Zerstörung des kompletten Landes Israel und der kompletten Zerstörung der ganzen Stadt Jerusalem. Das wird etwas sein, was ihn zutiefst betreffen wird. Das ist ein Zeichen, das wird man sehen. Ja? Und das ist in Jesaja 7, Vers 14 angedeutet. Ja? Wir schauen weiter. So, jetzt starten wir richtig durch. Was ist denn jetzt das Zeichen? Das Zeichen ist nicht die Empfängnis des Kindes, weil die Leute nicht die beiden folgenden Verse lesen. Jesaja 7, Vers 15. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Diese beiden Könige, die dich bedrohen, die dich versteinern lassen, werden bald zerstört. Das Zeichen ist nicht die Geburt des Kindes. Das Zeichen ist nicht die Empfängnis des Kindes. Das Zeichen ist vielmehr das Heranwachsen des Kindes. Butter und Honig wird das Kind essen, bis es weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ja, das Zeichen ist seiner Meinung nach, dass der Knabe heranwächst. Aber da haben wir eben auch schon gesagt, das Heranwachsen des Knaben dauert ja Jahre. Ahas brauchte aber ein Zeichen für seine Situation damals. Ja, innerhalb von Tagen hätte er das gebraucht und nicht innerhalb von 5, 6, 7 Jahren in der Zeit des Heranwachsens des Knaben. Also das Zeichen, was der Rabbi uns hier verkaufen will, das passt genauso wenig, als ob 700 Jahre später geschehen würde. Ja, also sein Argument ist da genauso schwach wie das, was er angreift. So finde ich zumindest, kann man das sehen, wenn man sich den Text einfach ein bisschen auch zu Gemüte führt. Wir schauen weiter. Denkt mal drüber nach, ihr seid belagert. Jerusalem ist umzingelt, von Syrien im Norden und dem König Israels ebenfalls im Norden. Ihr seid in großer Not, ihr seid belagert. Ihr esst keine Butter und keinen Honig, wenn ihr belagert seid. Wenn das Kind Butter und Honig isst, dann bedeutet das, es geht dir jetzt gut. Wenn das Kind Gutes und Böses unterscheiden kann, dann bedeutet das, es ist dabei heranzuwachsen. Und die beiden Könige werden verschwinden, sie werden zerstört. Und in 2. Könige, Kapitel 15 und 16, steht von Pekach, dem Sohn Remalias, der ermordet wurde. Rezin ist am Ende. Sie wurden beide ermordet. Sie sind alle weg. Ja, das stimmt. Syrien und Ephraim wurden von Assyrien komplett überrannt, erobert und auch deportiert. Ja, das ist historisch richtig, das ist historisch passiert. Das ist auch in der Prophetie von Jesaja 7 enthalten und ausgesagt. Und das ist etwas, was ich kritisiere an der christlichen Auslegung, denn dieses Verödetwerden von Syrien und Ephraim, von diesen beiden Königreichen, vor dem Ahas graut, so wie in Jesaja 7 steht, das ist zur Zeit der Geburt Jesu nicht passiert. Warum nicht? Weil es im Römischen Reich kein Syrien und kein Nordreich Israels mehr gab. Diese Strukturen, die wir kennen aus Jesaja 7, aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, haben zur Zeit der Geburt Jesu nicht mehr existiert. Ja? Das heißt also, auch Syrien und Ephraim sind zur Zeit Jesu nicht von Assyrien verödet worden. Warum? Na, weil das Römische Reich im Land war und das Reich okkupiert hatte. Das heißt also, die komplette Prophetie Jesajas, das ist ja das, was ich sage, man muss es tatsächlich auch im Zusammenhang lesen, die hat noch nie stattgefunden. Die wird aber kommen dann, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, weil dann Syrien und Ephraim gemeinsam wieder da sein werden. Israel wird auseinanderbrechen. Ephraim, der Norden Israels, geht mit Syrien in eine Koalition, wie zur Zeit von Jesaja 7. Und dann wird Syrien und der Norden Israels versuchen, Jerusalem einzunehmen, um dort einen Politiker reinzusetzen, weil die nämlich Angst haben vor Assyrien, beziehungsweise vor dem, was heute Iran, Irak ist und umliegende Staaten, ja. Die politische Struktur, die Jesaja uns vorzeigt, die haben wir jetzt wieder, geopolitisch. Vielleicht ist das auch der Grund dafür,
warum man manchmal den Eindruck hat, dass der Teufel los ist, ja, in so Zeiten, wie wir die jetzt haben. Also da ist vieles in Bewegung. Und ich glaube, dass das eng mit der Prophetie der Bibel zu tun hat, wenn man sie denn dann auch kennt. Ja? Und deswegen finde ich, ist die Beschäftigung mit Jesaja 7 und auch der historischen, politischen Situation und der geistlichen Situation und der Prophezeiungen, die dort in Jesaja gegeben sind, so außerordentlich wichtig, um auch ein bisschen zu wissen, wo befinden wir uns denn heute? Ja? Wie weit ist es, bis Jesus kommt? Ja? Kann natürlich niemand so sagen, aber Jesus sagt ja auch, achtet auf die Zeichen der Zeit. Und ich glaube, da gehört das unmittelbar auch zu. Also das Zeichen ist nicht die Empfängnis oder Geburt des Kindes. Das Zeichen ist, dass das Kind erwachsen wird. Das heißt, zu der Zeit, wenn das Kind unterscheiden kann, gut und böses, richtig und falsch, was immer du da einsetzen willst, dann wirst du frei sein. Es ist das Erwachsenwerden des Kindes. Ja, das haben wir uns eben schon angeschaut. Das ist ein Scheinargument, was der Rabbi Singer da vorbringt, weil das Heranwachsen des Knaben für Ahas genauso wenig ein Zeichen sein konnte wie die 700 Jahre später stattfindende Jungfrauengeburt Marias. Ja, also das ist ein Scheinargument, ja? Sieht man, wenn man da ein bisschen über den Text nachdenkt. Welche Frage solltet ihr jetzt stellen? Wenn das der Fall ist, warum wird uns dann die ganze Geschichte erzählt, siehe, eine junge Frau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird ihn Emanuel nennen? Wofür brauche ich diesen Vers? Ja, das ist eine gute Frage, Rabbi Singer. Wofür brauchst du dieses Zeichen? Wofür brauchst du die Passage? Du brauchst die Passage und wir Christen auch, um zu wissen, was vor uns liegt, um zu wissen, was in Israel passieren wird, um zu wissen, was mit Jerusalem passiert, um zu wissen, wie die 70 Jahrwochen oder die 70. Jahrwoche noch abläuft, um zu wissen, womit die 70. Jahrwoche überhaupt beginnt, um zu wissen, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt und viele, viele Dinge mehr. Dafür brauchst du das. Ja? Die Erklärungen, die er uns bisher gegeben hat, der Rabbi, sind entweder Scheinargumente oder es ist eine Vermischung zwischen Historie und israelischer Geschichte, aber es ist keine echte Prophetie, die er hier abgibt. Kann er auch nicht, ja, weil er selber keine Lösung hat. Auch die Variante, dass der Sohn, der Jesaja geboren worden ist, davon der Prophetin, dass das jetzt, kommt jetzt auch gleich noch, dass das der Sohn gewesen wäre oder Hiskia die Erfüllung gewesen sei, dass das der Emanuel ist, greift auch zu kurz, ja, weil die ganze politische Situation auf etwas anderes hinzeigt und auch die Verheißung auf etwas anderes hinzeigt. Soweit mal in aller Kürze, wir schauen einfach mal weiter, wie er weiter argumentiert. Warum brauche ich diese Information? Jesaja war sehr exakt. Jedes Wort, jedes Stitt und Tritt, jeder Teil dieses Textes ist so intensiv. Warum teilt uns Jesaja mit, dass eine Frau schwanger ist, dass sie ein Kind haben wird, ein Baby, und dass der Name des Kindes Emanuel ist? Warum ist das wichtig? Und mehr noch, wenn Jesaja hinabgeht in Jesaja 7, Vers 3, das ist etwas früher im Kapitel, wenn Jesaja kommt, um Ahas zu treffen, dann kommt er mit seinem Sohn, und der Name seines Sohnes ist Shea Yashub. Ja, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Jetzt kommt der Shea Yashub, der Sohn von Jesaja. Dieser Name heißt, ein Überrest wird umkehren. Und dann kommt nachher nochmal dieser Maher Shalal Hashbaz oder Hashbaz, den wird er auch nochmal beschreiben. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, die beiden Söhne Jesajas und vor allem die Bedeutung ihres Namens. Und wenn Jesaja sagt, siehe die junge Frau, dann spricht er über die Mami von Shea Yashub, sein eigenes Kind. Dieser Name Shea Yashub, dieses Kind ist nirgendwo sonst im Tanach erwähnt. Warum hat Jesaja das angesprochen? Warum muss ich von einem Kind wissen mit dem Namen Shea Yashub? Und was heißt Shea Yashub? Ja, Shea Yashub oder Shea Yashub heißt, ein Überrest wird umkehren. Und Maher Halal Hashbaz heißt, raube bald, eile Beute. Diese beiden Söhne Jesajas, die beschreiben die beiden Wiedergeburten Jerusalems. Denn vor 2000 Jahren ist ein Überrest umgekehrt. Und in der Endzeit, wenn Jerusalem zum Glauben kommt an Jesus Christus, dann steht einer vor der Stadt, der schnell Beute machen will, raube bald, eile Beute, und der Jerusalem versucht anzugreifen und zu erobern. Ja? Das heißt, diese beiden Söhne haben tatsächlich eine sehr, sehr tiefe Bedeutung, beziehungsweise ihre Namen haben eine sehr, sehr tiefe Bedeutung in der Heilsgeschichte und der Prophetie, die Israel betrifft. Also was bedeutet Shea Yashub? Diejenigen, sag es lauter,
die umkehren, die werden gerettet. Also der Name des Kindes ist, worum es hier geht. Namen sind sehr wichtig im Tanach. Also bringe Shea Yashub als ein Zeichen für Ahas, dass nämlich diese Frau bewahrt bleibt. Ja, das sind zwei Dinge, die hier nicht ganz richtig sind. Jesaja sollte nicht seinen Sohn zu Ahas bringen, er sollte ihm eine Botschaft bringen, dass eine Frau, eine junge Frau schwanger ist und ein Kind gebären wird, ein Sohn gebären wird. Ja? Und er sollte nicht Shea Yashub ihm als Zeichen bringen. Und das Zweite ist, dass diese Verheißung halt eben nicht Shea Yashub betrifft, sondern den Immanuel. Ja? Und dieser Shea Yashub war nicht das Zeichen dafür, dass der König Ahas damals gerettet werden sollte und die Bürger in Juda oder die Einwohner Judas vor den Assyrern, sondern die Geburt des Immanuels war das Zeichen dafür. Also da wirft er einiges durcheinander, um seine Argumentation dazu belegen, aber wenn man genau den Text da nochmal sich vornimmt und liest, was dort steht und wie das alles abgelaufen ist, muss man sagen, das, was der Rabbi hier sagt, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nur so zum Teil, das sind so Halbwahrheiten, die er hier vorgibt, um seine Argumentation dazu stützen. Ja. Wir schauen weiter. Der Zweck von Jesaja 7, Vers 14 ist, dass er uns von Immanuel sagt, dass Gott mit euch ist. Aber das war nicht der Fall für das nördliche Königreich Israel. Denn sie erlebten Zerstörung. Und unter der Belagerung, also die große Tragödie ist, dass Ahas das assyrische Weltreich als einen Verbündeten hergebracht hat und zu Beginn hat das auch geklappt. Aber schlussendlich hat das assyrische Reich, also wenn man Friedensverträge mit Staaten schließt, die dich eigentlich zerstören wollen, funktioniert das nur selten. Und am Ende kommen sie und zerstören dich. Und das war auch mit Assyrien so. Und sie haben die 10 nördlichen Stämme deportiert. Darüber lesen wir beim nächsten Mal, wenn wir zusammen sind, in Jesaja Kapitel 9 und 10. Ein katastrophales Ereignis, das eintrat, zu Lebzeiten Jesajas. Ja, das hat Ahas zu seinen Lebzeiten erlebt. Aber das wird alles nochmal in Jerusalem kommen. Der Norden Israels wird nochmal zerstört werden, und zwar von den endzeitlichen Assyrern, vom Iran. Und die Stadt Jerusalem wird nochmal belagert werden, so wie wir das ja eben auch schon mehrfach ausgeführt haben. Ja? Das ist keine historische Beschreibung einer Geschichte, die schon stattgefunden hätte, sondern das ist eine Beschreibung der Endzeit und wird für die, die das erleben, geradezu programmatisch sein, um dann zu wissen, in der 70. Jahrwoche, zu wissen, was wann kommt und was auf Israel zukommt. Ja? Denn Gott hat seinen Propheten die Offenbarung gegeben, damit sie wissen, wann Zeit ist und was geschieht, so wie in der Offenbarung steht. Ja? Wir schauen weiter. Also das Zeichen ist das Erwachsenwerden des Kindes und nicht die Geburt des Kindes. Aber warum wird hier von der Geburt des Kindes erzählt? Wegen des Namens. Weil der Name Immanuel ist, was bedeutet, Gott ist mit euch. Das heißt, er ist mit dem König Judas, du wirst bewahrt, du wirst nicht zerstört. Ja, das ist richtig. Gott ist mit uns. Immanuel war das Zeichen, du wirst nicht zerstört werden, ja? Du wirst bewahrt bleiben. Das gilt aber für das endzeitliche Jerusalem. Und der Sohn von Jesaja hieß ja, ein Überrest wird umkehren. Das heißt also, da müsste doch irgendwie auch Juda umgekehrt sein zu Gott und Buße getan haben. Ist aber nichts berichtet von. Also diese Verheißung passt nicht auf den Shea Yashub oder Shea Yashub, sondern auf den Immanuel und der kommt erst noch. Weil sein Name Immanuel ist, Gott ist mit dir. Das heißt, er ist mit dem König Judas, du wirst bewahrt, du wirst nicht zerstört. Was aber dem nördlichen Israel passiert ist, was auch Syrien passiert ist. Wir gehen noch ein bisschen höher und drehen das noch weiter auf. Atmet kurz durch. Jesaja Kapitel 8, Vers 3. Jesaja sagt, und ich ging zu der Prophetin. Und was bedeutet, ich ging zu der Prophetin? Das ist so ein seltenes Wort im Tanach. Tatsächlich finden wir diese Struktur nur zweimal im Tanach. Die Wortwurzel kennt ihr alle, sich nähern. Aber dieses Wort beschreibt buchstäblich sexuelle Interaktion. Dieses Wort erscheint nur einmal im Tanach, und das ist in 5. Mose, Kapitel 22, Vers 14, wo ein Mann Geschlechtsverkehr mit einer Frau hatte, und er behauptet, dass sie eigentlich keine Jungfrau war und so weiter. Aber der Kern dieses Ausdrucks ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, Jesaja 8 ist absolut ein interessantes und spannendes Kapitel.
Wen das interessiert, der möge bitte Jesaja Wort für Wort anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Jesaja geht ja nicht nur zu der Prophetin ein. Da steht auch nicht, dass Jesaja zu seiner Frau einging, ja, sondern zu der Prophetin. Da geht auch nicht nur Jesaja hin, sondern er nimmt sich noch zwei treue Zeugen mit, nämlich den Uria, den Priester, und den Sachaja, den Sohn Jeberechias. Der Sachaja, der Sohn Jeberechias, war aus dem Königsgeschlecht. Der Uria war ein Priester und Jesaja war ein Prophet. Hier gehen also ein Prophet, ein Priester und ein König zur Tochter Zion ein und die Tochter Zion gebiert. Ja? König, Priester und Prophet, das ist Jesus Christus, ja? Der durch seinen Geist dafür sorgt, dass in der Endzeit die Prophetin, nämlich Jerusalem, zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und als Zeichen dafür bekommt Jesaja den Sohn Maher Shalal Hashbaz, raube bald Eilebeute, denn das wird durch Krieg geschehen. Ja? Oder wenn man genau sagen will, in Sachaja steht, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Die Wiedergeburt Jerusalems geschieht nicht durch die Belagerung, sondern durch den Geist Jesu Christi, der über sie ausgegossen wird. Das sagt Sachaja in diesem Vers. Und dafür ist dieses Kapitel hier in Jesaja 8, Eine geniale Vorhersage, eine geniale Prophetie. Der Prophet, der Priester und der König gehen zur Prophetin, zur Tochter Zion ein und sie gebiert durch Gottes Geist einen Überrest, während Maher Shalal Hashbaz raube bald Eilebeute vor der Tür steht. Das wird in der Endzeit geschehen. Und deswegen, lieber Rabbi Singer, musst du wissen, was in Jesaja 7 steht, denn das geht dich und dein Volk an. Ja, und ihr wisst eigentlich, dass man sagt, ein Mann von Levi hatte eine Frau von Levi und sie hatten zusammen ein Kind. Da fragt niemand, warum machst du das? Also warum erzählst du mir mit dem Emanuel, also das ist ein Schuttach. Jesaja war ein Prophet. Zu der Zeit war er einer der Giganten der jüdischen Geschichte. Er ist verheiratet mit einer Navia, einer Prophetin. Er ist verheiratet mit einer Prophetin. Und dann wird uns gesagt, ich ging hin und war intim mit ihr. Es gibt manche Übersetzungen, die sagen, er hat sie geliebt oder er war intim mit ihr, aber ihr müsst das so übersetzen. Und dann empfängt sie und gebiert einen Sohn und der Herr sagt zu Jesaja, sieh mal, so sollst du den Namen des Kindes nennen, Maher Shalal Hashbaz. Raube bald Eilebeute. So sollst du das Kind nennen. Und wenn ihr wissen wollt, wer dieses Kind ist, das ist dasselbe Kind wie Immanuel. Ja, das ist erstaunlich. Ja, jetzt ist er ganz nah dran, der Rabbi. Ganz, ganz nah dran. Denn er hat genau recht damit. Dieser Immanuel ist ja der wiedergeborene Überrest. Und dieser Maher Shalal Hashbaz spricht auch von dem wiedergeborenen Überrest. Beide in der Endzeit, ja? Immanuel ist natürlich Christus in erster Linie, aber auch seine Gemeinde, die begann in Jerusalem vor 2000 Jahren. Shea Yashub, Shea Yashub, ein Überrest wird umkehren. Da begann die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu wird ihren Abschluss finden wieder in Jerusalem am Ende der Zeit. Maher Shalal Hashbaz, ein Raubebald Eilebeute, wird Jesaja geboren. Und dieser Maher Shalal Hashbaz, dieser zweite Sohn, das ist auch Immanuel. Ja? In dieser Prophetie sehen wir, dass Christus und seine Gemeinde eins sind. Das ist eins. Ja? Das ist ein Leib. Christus das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Das ist neutestamentlich-paulinische Lehre. Ja? Paulus hat das im Neuen Testament geschrieben. Er schreibt 5-mal vom Haupt und 15-mal vom Leib. Die Gemeinde Jesu ist sein Leib und der Immanuel, der besteht aus Jesus Christus, denn der wurde geboren von der Jungfrau Maria, der besteht aus der Gemeinde Jesu, denn deren Beginn war, als die Jungfrau Zion vor 2000 Jahren ihr erstes Kind geboren hat. Und die Gemeinde wird ihren Abschluss finden, wenn in der Endzeit Jerusalem wiedergeboren wird. Und die drei sind ein Leib. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Söhnen Jesajas, zwischen den beiden Wiedergeburten Jerusalems, sind wir. Die Gemeinde aus den Nationen, die aus Gnade mit dazu genommen ist, ja, und die auch Jesus Christus finden darf, zum Glauben finden darf, wiedergeboren wird und zu Christi Leib dazu gehört, genau wie auch die beiden Söhne Jesajas, genau wie die beiden Jerusalems vor 2000 Jahren und in der Endzeit. Ein großes Geheimnis, was wir hier sehen. Ja. Dahinter bleibt die jüdische Auslegung weit zurück
und leider auch die christliche. Richtig, das sollte euch schockieren. Das ist Immanuel. Erinnert euch in Jesaja 7, Vers 14. Wem wurde gesagt, das Kind Immanuel zu nennen? Wer bekommt diesen Auftrag? Die Frau. Gott sagt jetzt zu Jesaja, siehe, das will ich jetzt tun. Ich möchte, dass du das Kind nennst, raube bald, eile Beute. Wenn ihr glaubt, ich würde euch hier was erzählen, falls ihr denkt, wie kann ich wissen, ob das wahr ist, das klingt total fantastisch. Vers 4. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Es ist exakt die gleiche Prophetie. Ja, es ist genau die gleiche Prophetie und es handelt sich um genau den gleichen Vorgang. Und der Rabbi hat so viele Punkte jetzt angesprochen, die alle mit dieser Wiedergeburt Jerusalems zu tun haben. Jesaja 7, Vers 14, Sarah, die im hohen Alter gebiert. Maher Shalal Hashbaz, der in der Endzeit kommt. Der Immanuel, ja, also er kreist immer um diese Themen rum, aber er trifft den Kern nicht. Er trifft den Kern nicht, die christliche Auslegung leider auch nicht, ja. Aber das alles ist miteinander verknüpft und das alles bekommt plötzlich Sinn und Struktur und Inhalt, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Ja, ich werde ja nicht müde, das zu wiederholen. Aber das ist der Schlüssel für diese Stelle in Jesaja 7 und in Jesaja 8, in Jesaja 9 und 10, in Jesaja 66, in Jesaja 53, 54, 55, bei Abraham und Sarah, bei so vielen Stellen im Neuen Testament. Das ist der Schlüssel, um Endzeit zu verstehen. Und wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems nichts weiß, dann kann man keine belastbaren Aussagen über die Endzeit treffen, weil uns dann einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein fehlt, um diese Endzeitphänomene vernünftig einordnen zu können, ja? Wie wir das hier an Jesaja 7 sehen. Und das ist das Heranwachsen des Kindes. Wie alt ist ein Kind, wenn ein Kind Mama und Papa sagen kann? Ungefähr wie alt? 2 Jahre oder etwas später, richtig? Also bevor das Kind sagen kann, Mama, Papa, werden diese beiden Könige zerstört sein. Es ist exakt das gleiche Zeichen. Es sind exakt die beiden Königreiche, die dich bedrohen. Und es ist exakt die gleiche Erfüllung. Das ist dasselbe Kind. Warum aber, meine Freunde, wenn ihr mir da helfen könnt, wir gehen jetzt noch weiter, wir gehen jetzt noch höher. Warum aber, bitte beantwortet mir die Frage, hat Jesaja gesagt, ich wurde intim mit der Prophetin. Warum hat er das so bildhaft ausgedrückt, dass er intim war mit seiner Frau? Beantwortet die Frage, hat Jesaja zu seiner eigenen Generation darüber gesprochen? Was will er uns vermitteln? Dass es hier um Geschlechtsverkehr ging. Hier gibt es keine Jungfrau. Ja, der Maher Shalal Hashbaz und der Immanuel haben genau die gleiche Verheißung. Das ist richtig. Das ist mindblowing. Das ist total erstaunlich. Ja? Warum? Na, weil die vom Gleichen reden. Das ist die gleiche Wesenheit. Ja? Der Immanuel besteht aus Christus und seiner Gemeinde. Und der Maher Shalal Hashbaz ist auch ein Teil der Gemeinde, nämlich der letzte Teil, der in der Heilsgeschichte Gottes noch dazukommt. Der raube bald Eilebeute, der in der Endzeit geboren werden wird. Das heißt aber nicht, dass man daraus den Schluss ziehen könnte, dass hier keine Jungfrauengeburt gemeint wäre. Ja? Natürlich ist es so, dass im alttestamentlichen Text steht Ha-Alma, die junge Frau. Da bin ich auch ganz einig mit dem Rabbi. Aber die Schlussfolgerung, die er hier zieht, die ist nicht rund. Ja? Die passt nicht, weil der Immanuel und der Maher Shalal Hashbaz zwei verschiedene Perspektiven ein und derselben Sache sind. Ein und derselben Gegenstands oder ein und derselben Wesenheit, nämlich der Gemeinde Jesu. Die er aber nicht kennt, die er ablehnt, ja, und auch Jesus Christus ablehnt und deswegen kommt damit seine Auslegung irgendwie nicht rund und macht hier so Zirkelschlüsse und zieht da auch Schlüsse raus, die man aus dem Text eigentlich so nicht ziehen darf. Dieser Text ist erstaunlich. Ich will noch ein bisschen weiter mit euch gehen. Ich will das noch etwas weiter betonen. Ich will jetzt noch ein bisschen höher gehen. Wir gehen jetzt sehr, sehr hoch. Sehr hoch. Die Namen der Kinder sind sehr wichtig. Tatsächlich wird uns in Jesaja 8, Vers 18 gesagt, Jesaja sagt, dass der Grund, warum Gott mir Kinder gab, ist, dass sie als Zeichen und Wunder gelten, als Zeichen für das jüdische Volk, als ein Wunder für die Leute von Israel. Ja, das ist tatsächlich mindblowing und ein Zeichen für das Volk Israel, von Gott gesandt. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, wenn dieser Maher Shalal Hashbaz
in der Endzeit zum Glauben an Jesus Christus kommt, während die Stadt Jerusalem belagert ist. Diese beiden Söhne, die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten vor 2000 Jahren, hier durch den ersten Sohn Jesaja, Seraja Sub, angedeutet, und die endzeitliche Wiedergeburt Jerusalems durch den zweiten Sohn Jesajas angedeutet, das ist ein Zeichen für Israel, ja, dass sie sagen, das war Wahrheit, was die Christen gepredigt haben vor 2000 Jahren von Jerusalem. Ja. Jesus war der Messias. Die sind tatsächlich dort wiedergeboren worden, die haben Gottes Geist bekommen. Und wir haben jetzt auch Gottes Geist. Ja. Wir haben Jesus Christus auch erkannt. Das wird ein Zeichen sein. Da hat der Rabbiner recht, allerdings in einer anderen Sichtweise, in einer anderen Disziplin. Ja. Und wir sehen da etwas weiter, dürfen etwas weiter sehen, weil wir an Jesus Christus glauben und von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Wir haben also Jesaja, der ein Kind hatte mit dem Namen Shea Yashub, Immanuel und Raube bald, eile Beute. Das sind Zeichen, die Gott dem König von Juda gab. Ja, hier hat man alle drei nochmal zusammen untereinander stehen, ja, den Immanuel, den Shea Yashub und den Maher Shalal Hashbaz. Man sieht, dass diese drei alle in engster Verbindung zueinander stehen, unterschiedliche Aussagen haben, unterschiedliche Differenzierungsgrade, aber eigentlich alle vom selben sprechen, nämlich von der Wiedergeburt Jerusalems. Ja. Und das ist ein Zeichen an Juda, an die Juden, an die Israeliten, an das moderne Israel. Das werden sie sehen und das wird für sie auch mindblowing werden. Für die, die dann Christus ergreifen, wird das Herrlichkeit sein, weil sie werden plötzlich Jesaja 7 verstehen. Ja, die kennen ja die Bibel wahrscheinlich auswendig, weil sie das in der Yeshiva gelernt haben. Und plötzlich kommen sie zum Glauben an Jesus Christus. Gottes Geist ist in ihnen. Sie verstehen das Wort Gottes ganz neu. Sie verstehen Jesaja 7 neu. Und das ist ein Zeichen für ganz Israel, ja, dass Jerusalem wiedergeboren ist und dieser zweite Sohn Jesajas dann geboren ist. Das ist etwas Gigantisches, dass wir das so sehen dürfen. Ja. Gottes Wort ist wahr. Welche Propheten lebten genau zu der Zeit? Ich habe das vorher schon mal erwähnt. Genau zu der Zeit, wer war Jesajas Zeitgenosse? Das war ein sehr bekannter Prophet. Es gab schon einige von ihnen, aber es gibt einen, an den ihr denken solltet, wenn es um den Namen eines Kindes geht. Bingo, Hosea, Hoshea. Hosea lebte genau zu dieser Zeit. Aber während Jesaja vorrangig dem Südreich Juda predigte, war Hosea im Norden und er predigte einem gescheiterten Volk, dem König von Israel. Wie beginnt das Buch von Hosea? Wir gehen jetzt sehr hoch. Er sagt, also Jesaja heiratet eine Navi. Eine Navia, eine Prophetin. Hosea wird gesagt, dass er eine Prostituierte heiraten soll. Das ist nichts für einen Propheten. Gut, du hast Kinder. Lass mich von den Namen dieser Kinder erzählen. Ich werde kein Mitleid mit euch haben. Ihr seid nicht mein Volk. Ihr werdet nicht bestehen. Bingo. Also wir haben zwei Propheten zur exakt gleichen Zeit. Einer predigte im Norden, einem verurteilten nördlichen Königreich, dessen Frau eine Prostituierte, die ein Symbol ist für die Prostitution des nördlichen Königreichs Israels. Sie waren ohne Glauben und untreu dem Gott Israels. Ja, auch das ist natürlich eine weitere Bestätigung dessen, was ich immer sage, dass der Norden Israels abfallen wird vom Süden und dass dem Norden Israels gesagt wird, Lo Ami, nicht mein Volk, du bist nicht mein Volk. Warum? Weil der Norden Israels mit dem Antichristen in einen Bund gehen wird und sich damit von Christus und von Gott überhaupt vollkommen lossagt. Ja, ihr seid nicht mein Volk. Und der Süden Israels und speziell Jerusalem, symbolisiert durch die beiden Söhne Jesajas, Shea Yashub, ein Überrest wird umkehren und raube bald, eile Beute. Ja, eine interessante Parallele, die er da aufmacht. Wir sehen die tiefere Perspektive von dem, was er da anspricht. Und ein Prophet im Süden, der mit einer Prophetin verheiratet war, einer sehr heiligen Frau. Eine andere Bestimmung. Oh, ihr habt beide Kinder, aber sie haben sehr unterschiedliche Namen. Ein Teil der Kinder ist der Verdammnis hingegeben, weil Gott das nördliche Königreich zerstören will und ihr im Süden Immanuel, Shea Yashub, raube bald, eile Beute. Bingo. Jetzt seht ihr, wie groß diese Namen sind.
Ja, genau das wird in der Endzeit kommen. Ja, der Sohn von Hosea, Lo Ami, ihr seid nicht mein Volk für den Norden Israels. Und im Süden raube bald, eile Beute. Jerusalem wird belagert und wird angegriffen werden und zu Glauben an Jesus Christus kommen. Das sind die Linien, die die Bibel uns hier vorgibt. Eine interessante Parallele vom Rabbiner. Das ist genau das, was kommen wird. Ja? Israel bricht auseinander, deswegen Hosea. Ja, ihr seid nicht mein Volk für den Norden Israels. Und im Süden raube bald, eile Beute. Also ich weiß nicht, wie man das noch genauer und noch kompakter eigentlich sagen kann, was auf Israel in der Endzeit zukommt. Hört jetzt zu, wie ihr nie in eurem Leben zugehört habt. Warum wird uns diese Geschichte im Buch Jesaja erzählt? Warum ist das für uns von Bedeutung? Ja, lieber Rabbi Singer, warum ist das für euch relevant? Weil das euer Land angeht, weil das euren Gott und unseren Gott angeht, weil das Jesus Christus angeht, weil das eure Zukunft ist und vielleicht sogar eure nähere Zukunft. Deswegen unterweist euch Gott in seinem Wort und auch uns, ja? Das ist der Grund dafür, dass Gott uns da so tief hineinschauen lässt. Und dass wir das überhaupt nur können, ist für mich ein Endzeitzeichen. Eine der Sachen, die ich euch mitgeteilt habe, ganz am Anfang, als wir begonnen haben, Jesaja zu studieren, ist, dass der Text, der uns sagt, was wir falsch machen und der diese sehr poetische Sprache benutzt, schwierig zu verstehen ist, aber der Vorteil ist, dass er die Botschaft versteht. Warum treffen wir auf diese Geschichte in Jesaja 7 und 8, die von der Erlösung Ahas berichtet? Denn obwohl Ahas nicht verdient hatte, gerettet zu werden vom Nordreich Israels und Syriens, war er dennoch vom Hause David, vom Haus Juda. Und wegen eines Segens machte Gott ein Versprechen an David, das er den Bund mit David nannte. Das steht in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 12 bis 16. Und nichts kann euch passieren. Ahas verdiente nicht, gerettet zu werden. Es war nicht sein eigener Verdienst. Er wurde gerettet wegen eines Versprechens, das seinem Ur-Ur-Urgroßvater gegeben wurde. Die davidische Dynastie kann nicht zerstört werden. Ja, Rabbi Singer sagt hier, dass eine davidische Dynastie nicht zerstört werden kann, weil das ein göttlicher Bund ist. Das ist aber leider eine vollkommene Verkennung der Situation dessen, was Israel bevorsteht, in Bezug auf die große Verwüstung, die Daniel voraussagt, in Bezug auf das Auseinanderbrechen Israels und auch in Bezug auf die Wiedergeburt Jerusalems, wenn die Welthauptstadt der Juden plötzlich ein Ort wird, an dem das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird, wie vielleicht noch nie vorher, in großer Macht und Vollmacht von diesen beiden Zeugen, dem Haus David und den Bürgern zu Jerusalem. Das geht den Rabbiner an, das geht alle Israeliten an und auch die Christen, die auf Jesus Christus warten. Also Gott erlöst Ahas in Kapitel 7 und 8. Warum muss ich diese Geschichte kennen? Hier wird es noch interessanter. Jesaja 9 und 10, das machen wir nicht heute Abend, sondern beim nächsten Mal, handelt von wem? Über Hiskia. Eben habe ich schon davon gesprochen. Hiskia ist König über Juda, ungefähr 29 Jahre, und während dieser Zeit kommt jetzt Sanherib, der das Nordreich zerstört, und auch Jerusalem will er zerstören, und Hiskia ist ein echter Gerechter. Tatsächlich wird uns in 2. Könige 18, Vers 5 berichtet, dass Hiskia der größte Zadik, also der gerechteste König des ganzen davidischen Königtums war, und dass niemand vor ihm oder nach ihm so war wie er. Und Hiskia hat der Nation gesagt, wendet euch um zu Gott. Die Nation meint also alle, die in Jerusalem damals waren. Das heißt alles, der ganze Rest von Juda war zerstört. 40 Städte. Und das Nordreich war komplett zerstört. In drei Wellen. Und Hiskia wendet sich zu Gott und er geht in den Tempel und wirft sich vor Gott nieder und bittet um Befreiung. Ja, jetzt erwähnt er auch noch Hiskia. Das ist großartig. Hiskia ist in den Tempel gegangen und hat gebetet, als die 185.000 Assyrer vor der Stadtmauer standen in Jerusalem. Und er hat gesagt, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen bis an die Geburt, aber es ist keine Kraft da, sie zu gebären. Wenn Hiskia gebetet hätte, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot, hier stehen 185.000 Assyrer vor der Stadt,
Das hätte ich verstanden. Ja, wenn er gesagt hätte, du bist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, du kannst uns helfen, hilf uns aus dieser Situation. Das hätte ich verstanden. Aber Hiskias Problem ist scheinbar ganz anderes. Hiskias Problem scheint irgendwie zu sein, dass Kinder nicht geboren werden können. Und das bei der Belagerung durch die Assyrer. Das ist vollkommen, passt überhaupt nicht in den Text rein. Ja? Das ist so abwegig, was er da betet. Aber es ist ein prophetisches Bild. Ja, denn das wird kommen in der Endzeit, dass Jerusalem belagert werden wird und die Tochter Zion wird zur Wiedergeburt kommen. Ja? Zur Zeit von dem König Hiskia war das aber noch nicht möglich. Ja? Es ist keine Kraft da zu gebären, betet er. Warum denn nicht? Naja, weil der Geist Gottes erst 800 Jahre später in Jerusalem ausgegossen wurde. Und deswegen war zur Zeit Hiskias noch keine Kraft dazu. Das war das Problem, das Hiskia damals hatte. Und das ist ein prophetisches Bild auf die Endzeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ja? Das ist so unglaublich. Und ich weiß nicht, ob der Rabbi weiß, was er hier tut. Aber er kommt zum nächsten Text eigentlich, der wieder mit Geburt zu tun hat, wieder in Verbindung mit der Belagerung Jerusalems. Und wir haben das ja auch noch ein drittes Mal, wenn Jeremia davon schreibt. Also gut 150 Jahre später ist ja Jerusalem nochmal belagert worden von den Babyloniern. Und Hiskia sagt, können Männer Kinder gebären? Sagt er, nein. Aber wie sehe ich denn alle Männer mit Händen auf ihren Hüften, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter sind so bleich? Das ist ein Tag der Angst in Jakob, das soll ihm daraus geholfen werden. Also auch bei der Belagerung Jerusalems, und da haben wir jetzt schon die dritte, ist es so, dass das Thema Geburt und Schwangerschaft angesprochen wird von Jeremia jetzt. Ja? Also immer wieder kommt dieses Thema auf, wenn Jerusalem belagert wird. Warum? Die Tochter Zion kommt in Wehen. Ja? Diese Belagerung der Stadt Jerusalems ist ein Bild darauf, dass die Tochter Zion in Wehen kommt und gebären wird. Und das alles spricht der Rabbi an. Das alles berührt er, aber er kann den tieferen Sinn nicht verstehen von dem, was das bedeutet, weil er nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Und wenn er es wüsste, dann wäre das so unglaublich, weil das ja bedeuten würde, dass die Stadt Jerusalem, die Welthauptstadt des Judentums, zum Glauben an Jesus Christus kommt und dass aus Jerusalem raus das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird, ja, für 3,5 Jahre durch die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Also ich will damit nur sagen, der Rabbi, der berührt das alles, aber er kommt nicht zum Punkt. Ja? Das ist bei der jüdischen Auslegung so, das ist aber leider bei der christlichen Auslegung auch so. Und dass wir das hier verstehen dürfen, weil wir wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, das ist etwas Großes, weil wir aus unserer Perspektive alle die Bibelstellen, die der Rabbiner anspricht, einordnen können. Ja? Wir können das verstehen und das wird für uns ein abgerundetes Bild. Und das ist was Besonderes und für mich auch ein Beweis dafür, dass diese These von der Wiedergeburt Jerusalems belastbar ist. Ja? Man sieht das auch vor dem jüdischen Hintergrund jetzt. Finde ich hochspannend. Ja? Wir schauen weiter. Und wie ist Hiskia und sein Volk befreit worden? Wie wurde Jerusalem befreit? Im 40. Jahr seiner Regierungszeit? An einem Abend war der Passa-Abend. Man beendete das Passa-Seder. Und er ging schlafen. Nachdem er das Passahlamm und die Matzen gegessen hatte, und er dachte, wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange zu leben, weil du den Lärm des assyrischen Heeres außerhalb der Mauern hörst. Und die Nation wendet sich zu Gott, und sie wurden durch ein großes Wunder befreit. Sie wachten auf am ersten Tag nach Passa, am Morgen des 15. und Moishe, Schlemi, Chavo, hörst du das? Hörst du was? Es ist still. Da waren doch 185.000 assyrische Soldaten. Warum höre ich nichts? Lasst uns nachschauen. Die Leute schauen über die Mauer, die Jerusalem umgibt, und sie sind alle tot. Wundersamerweise rettet Gott das Königreich Juda mit Hiskia. Ja, das ist auch ein großes Geheimnis. 185.000 Soldaten stehen vor der Stadt und der Engel des Herrn kommt vom Himmel herab und befreit die Stadt einfach davon. Und als sie am nächsten Morgen rauskommen aus der Stadt, sehen sie nur noch tote Soldaten dort liegen und Jerusalem ist befreit. Das ist ein Bild auf die endzeitliche Situation, die noch kommen wird. Das sind zwei Dinge sehr eng komprimiert, nämlich das Gebet um die Wiedergeburt Jerusalems und der Angriff durch die Assyrer.
Denn wenn in der Endzeit die Könige vom Euphrat, wie die Offenbarung sagt, oder die Könige vom Aufgang der Sonne gegen Jerusalem ziehen, dann wird Christus vom Himmel herabkommen und dieses riesige Heer, ja, damals 185.000 und der einst dann 200 Millionen, wird Christus besiegen und wird die Stadt befreien, so wie bei Hiskia. Ja, das ist das, was wir hier im Alten Testament sehen. Aber da weiß der Rabbi leider nichts von. Was sehen wir hier? Warum tut Hiskia das? Und übrigens, lasst uns doch ein bisschen heilig sein. Wovon handelt Jesaja 11? Vom Messias. Also noch einmal, also wir gehen jetzt, also das, was ich mit euch machen möchte, ich möchte verstehen, was hier wirklich passiert. Jesaja 7 und 8 ist ein Bild vom Königtum Judas, das bedroht wird von einem sehr bösen König. Aber Gott befreit sie. Wenn ich euch fragen würde, würden die meisten von euch nicht einmal wissen, wie Pekach und Rezin geendet sind. Es ist sehr unscheinbar. Aber Gott hält sein Versprechen. Und das geschieht einer schuldigen Generation. Aber Gott muss sie erlösen. Aber was passiert, wenn du eine gerechte Generation hast? Was passiert, wenn du ein gerechtes Volk hast? Dann rettet Gott euch durch große Geheimnisse und Wunder. Und das wird euch geschehen. Ah, jetzt seht ihr die beiden Wege, wie der Messias kommen wird. Entweder weil Gott mit der Nation, die er retten muss, ein so großartiges Szenario aufmacht, wo niemand eine Chance hat, außer sich zu Gott zu bekehren, oder ihr habt einen König wie Hiskia, der euch zu Gott hinführt und ihr dann befreit werdet. Aber es ist entweder gottlos oder gerecht. Jesaja Kapitel 60, letzter Vers. Es wird entweder in dieser Zeit sein oder es wird bald kommen. Es wird entweder auf natürliche Weise oder auf geheimnisvolle Weise geschehen. Entweder wird der dritte Tempel einfach vom Himmel herabkommen oder er wird von Händen geschaffen werden. Aber es wird passieren, weil der Gott Israels sein Versprechen hält. Ja, und jetzt kommt auch noch der dritte Tempel dazu. Ich bin überwältigt. Ja, also er spricht alle diese Dinge an. Er drückt auf alle diese Knöpfe. Hiskia und Ahas und Jesaja und die zwei Söhne Jesajas und der Immanuel und alles hat mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun. Dann spricht er von der Sarah, ja, Abraham, bekommt durch die Sarah in deren hohen Alter noch ein Kind der Verheißung geschenkt, dass Jerusalem, das 2000 Jahre ist, gebiert nochmal einen Sohn der Verheißung, erlebt Wiedergeburt und jetzt kommt er auch noch im dritten Tempel. Also das finde ich grandios. Das ist eigentlich genau die Linie, die ich auch in meinen Videos immer nachgezeichnet habe. Ja? Allerdings kommt er immer zu ganz anderen Ergebnissen, weil er die Dinge irdisch versteht. Ja? Der dritte Tempel, der noch kommen soll, das ist nicht ein Tempel, den die Juden bauen. Die Juden wollen ja ohnehin den zweiten Tempel bauen, nach dem Muster von Herodes. Ja? Den nennen sie dann den dritten Tempel. Aber der dritte Tempel sind wir. Die Gemeinde Jesu ist der dritte Tempel. Ja? Jesus sagt ja auch, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn am dritten Tage wieder aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes, Johannes Evangelium. Das heißt also, der Leib Jesu war ein Tempel Gottes. Warum? Weil dort, wo Gott wohnt, ist sein Haus, sein Tempel. Weil Gott in der Fülle in Christus wohnte, war der Leib Christi ein Tempel. Und er sagt, brech diesen Tempel ab und ich will ihn am dritten Tag wieder aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Gott wohnte in Fülle in Christus, also war Christi Leib ein Tempel im Heiligen Geist. Wenn ihr wiedergeboren seid, wohnt Gottes Geist in euch, wie in Christus. Da, wo Gottes Geist wohnt, da ist sein Tempel. Also ist jeder Einzelne von euch ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Schreibt Paulus, glaube ich, 20, 25 Mal im Neuen Testament. Ja? Dann ist die Gemeinde in Gänze, die Gemeinde Jesu, auch ein Haus Gottes, ein Tempel Gottes. Ja? Da haben wir ganz, ganz viele Zeugnisse im Neuen Testament von. Und das gilt natürlich auch dafür, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist in der Endzeit. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann werden ja lauter wiedergeborene Menschen in Jerusalem sein. Und dann ist das der dritte Tempel. Ja? Genauer gesagt ist das der Abschluss des dritten Tempels. Denn der dritte Tempel begann mit dem Immanuel, mit Christus, ja, vor 2000 Jahren, setzte sich fort zu Pfingsten mit der Gemeinde Jesu, die in Jerusalem wiedergeboren wurde, ging zu den Heiden und besteht aus lauter Nationenchristen aus der ganzen Welt. Und seinen Abschluss findet dann die Gemeinde Jesu in Jerusalem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann geht das Evangelium wieder heim. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes.
Und in diesen Tempel Gottes setzt sich der Antichrist und bringt dort die Wiedergeborenen um und tötet dort die Priesterschaft, die dann im Tempel Gottes ist. Ja? Das heißt, die wiedergeborene Stadt Jerusalem, das ist der dritte Tempel, der Abschluss des dritten Tempels. Und dass er das hier noch bringt, finde ich grandios. Ich weiß nicht, dass, mir scheint das so, der spricht die Punkte alle an, aber er findet keine echte Verbindung dazu. Ja? Er hat Pseudo-Argumente und er versucht, das irgendwie irdisch auszulegen, aber die geistliche Komponente fehlt ihm dabei. Die wäre auch so gravierend, ja, dass aus Jerusalem das Evangelium Jesu gepredigt wird. Also dazu müsste er sich wirklich bekehren. Manchmal denke ich, jemand wie er, der sich so mit dem Evangelium auseinandersetzt, sich so auskennt im Neuen Testament, spürt der nicht, dass das Gottes Wort ist? Schmeckt der nicht die Güte Gottes in Christus? Ist es vielleicht so, dass in seinem Herzen erste Zweifel aufkommen an seiner Auslegung? Vertritt er sie deswegen so vehement? Ich glaube nicht, dass das ohne Spuren bleibt, wenn jemand so im Neuen Testament sich auskennt und so viel weiß von Jesus Christus und von seiner Gemeinde, von der Wiedergeburt und von all den Dingen, die er hier anspricht. Ja? Ich glaube, dass das Spuren hinterlässt in ihm. In der einen oder in der anderen Richtung. Denn Gott hat gesagt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Entweder es wird einem zum Gericht oder zum Segen. Aber er ist schon sehr tief eingestiegen. Ja? Und dass er jetzt den dritten Tempel noch bringt, finde ich großartig. Also was Jesaja immer im Hinterkopf hat, ist die Umkehr, die schlussendliche Umkehr. Aber er zeichnet uns das auf eine unglaubliche Art und Weise. Jedes einzelne Element, was ihr dort seht, das liegt bei Gott. Das ist Gottes Versprechen an euch. Das ist, wie er euch befreien wird. Ich möchte euch ein komplettes Bild des Messias zeichnen. Okay, habt ihr Jesaja 7 und 8 verstanden? Habt ihr die Namen der Kinder verstanden? Versteht ihr diese Art zu leben? Versteht ihr Jesaja 9 und 10? Versteht ihr, was das für ein König ist? Bingo, lasst uns über den Messias reden in Kapitel 11. Ja, das stimmt. Jesaja hat die endgültige Umkehr und Buße Israels im Sinn und im Blick. Immer wieder. Durch das ganze Buch hindurch. Eine Umkehr nicht von einem unmoralischen Leben innerhalb des Judentums zu einem moralischen Leben innerhalb des Judentums, sondern eine Umkehr vom Judentum und vom Heidentum und vom Götzentum zu Jesus Christus, der allein das Heil ist. Ja, das ist so einfach, weil es ist allein Jesus Christus, weil er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Ja? Und durch seinen Geist verstehen wir Jesaja in einer unglaublichen Tiefe. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Ich finde das hochspannend, auch die jüdische Auslegung dazu zu kennen. Und ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar dafür, dass wir dem Rabbiner keine Antwort schuldig bleiben müssen. Denn mit der bisherigen christlichen Auslegung müssen wir das, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere, der theologisch versiert ist in der Sache, den Mut finden würde, vielleicht auch mal Kontakt mit mir aufzunehmen, dass man sich mal darüber austauschen könnte. Denn es wäre natürlich toll, wenn Leute, die einen größeren Radius noch haben, vielleicht in YouTube oder überhaupt auch einfach eine andere Qualifikation als ich in der Theologie, die die Grundsprachen sprechen, Hebräisch und Grundtextsprachen, ja, Hebräisch und Griechisch und Aramäisch, wenn die sich auch dafür mal begeistern könnten oder zumindest mal als Arbeitshypothese das mal durchdenken könnten. Ja, das wäre schon großartig. Darüber hinaus, glaube ich, Gott macht das auch ohne unser Zutun. Ob da jemand sich bereit erklärt zu oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Gott wird das tun. Und in Sacharja steht mal die Elenden unter den Schlachtschafen. Die merken, dass es Gottes Wort wäre. Ja, das wird vielleicht die hohe Theologie überhaupt nicht leisten können. Hat sie noch nie gekonnt. Aber es wäre schon spannend und interessant, wenn das ein bisschen Raum greifen würde. Auch deswegen, weil wir dann vorbereitet sind für das, was kommt. Ja, nicht hier dieser Irrsinn da mit kleinen Mikroorganismen oder mit großen olivgrünen Themen, die jetzt in der Welt transportiert werden, sondern das Kommen Jesu Christi. Der Zeiger an der Weltenuhr ist nicht Washington oder Moskau, sondern Jerusalem. Ja? Ich wollte noch eine andere Stadt nennen, tue ich jetzt aber nicht. Jerusalem ist der Zeiger an der Weltenuhr. Und wenn wir die biblische Prophetie kennen und die in Bescheidenheit uns auch vornehmen, dann haben wir Licht. Ja? Und dieses Licht in Jesus Christus zu haben, in so irrsinnigen Zeiten wie jetzt, das mit Geld nicht zu bezahlen, kann ich nur ehrlich sagen. Ich bin so froh, dass ich gläubig bin und an Jesus Christus glaube und immer wieder mal Urlaub machen kann in der Heiligen Schrift und weiß, Gott ist im Regiment und führet alles wohl. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.